Schade. So ein schöner Platz hier. Ich glaub's gar nicht, wie ich diese Ausflüge genieße. Sammy, packst du schon mal die Sachen zusammen? Sammy, wir kommen hier wieder. So, geh nach hinten, Sammy, wenn deine Mutter das sieht. Fängt sie wieder an zu schimpfen. Mensch, Sammy, hilf mir doch! Sammy! Sammy! Du, ich fahre! Zieh doch die Bremse! Sammy! Die Bremse! Wie gut die Bremse ist! Sammy! Die Handbremse, Sammy! Wo ist denn die Bremse? Oh. Wo denn? Zieh das Ding in der Mitte! Ich weiß nicht, wo die Bremse ist. Gott im Sammy! Himmel. Habt ihr gefunden, die Bremse? Schön. Nein, nein, Sie verstehen nicht. Die Züchter schaffe ich noch, nur die Einbahn der Kläranlage geht flöten. Ja, was soll ich denn machen? Schönen guten Tag. Zwei Erwachsene, zwei Rentner. 11 Euro. Ja, es tut mir auch wirklich schrecklich leid. Alles klar, bis morgen. Ach, Mutter! Ist er sauer? Wie Chefs halt so sind, wenn was schief geht. Wird das teuer? Das lohnt sich nicht mehr, wenn Sie wegschmeißen. Aber ich hätte da was für Sie. Geben Sie billiger bei weg. Sind Sie sicher? Links, Ilona, links. Links. Wunderbar, und jetzt Handbremse. Dein Sohn ist Auto gefahren. Ja, um Gottes Willen, ist irgendwas? Nein, nichts ist. Er schläft. Hallo, Ilona. Hallöchen. Die Handbremse. Ja, Handbremse. Mach ich doch. Ilona, lösen. Was? Lösen. Da bin ich. Hallo, Sascha. Danke, dass du so schnell gekommen bist. Klar doch. Und jetzt? Ja. Tschüss, Mutter. Na, was denn nun? Jetzt holen wir die anderen beiden ab. Kraft der Organisation, das muss ich schon sagen. Ihr Ersatzfahrzeug kann ich Ihnen auch gleich hier hinbringen, wenn Sie wollen. Ja, gerne. Okay, Leute, wir machen das wie jedes Jahr. Die Züchter stellen sich hier in Reihen auf. Kanickel in Brusthöhe. Und lachen. Okay. Moment, Moment. Geht das nicht ein bisschen flotter? Zusammen, wer zusammen? Hallo. Und? Ich wollte jetzt nicht wieder so ein blendendes Bild wie letztes Jahr. Ach Mensch, Inga, du weißt, ich kann das nicht entscheiden. Also, lachen. Einmal noch. Kaninchen höher. Wunderbar. Okay, danke. So, liebe Freunde. Bevor wir jetzt zur Preisverleihung schreiten, möchte ich wie jedes Jahr an dieser Stelle zuallererst einmal unserem Sponsor, dem Besitzer der Plötz Rasiererwerke, im Namen aller Anwesenden hier ganz herzlich danken. Obwohl ja leider zu befürchten ist, dass es dieses Engagement in Zukunft vielleicht nicht mehr geben wird. Und deshalb möchte ich auch an dieser Stelle noch einmal an Sie, unseren Freund, und Arbeitgeber appellieren. Das ist gut sein, Manfred, das gehört dir nicht her. Doch, weil wenn wir nichts tun, sitzen wir bald alle auf der Straße. Erich. Klar, was ist denn los? Ihr miesen Schweine. Was ist denn mit Erich passiert? Mein Erich, was haben Sie mit dir gemacht? Das ist ja ein Ding. Was? Erich! Was ist das denn? Wer macht denn sowas? Wer war das? Hm? Mein Erich! Und, wie war euer Tag? Senioren basteln. Warum glauben die immer alle, dass man im Alter wieder zum Kind wird? Ja, sollen sie doch. Umso mehr können wir uns erlauben. Oh! Ach, ihr Süßen. Erich hätte den Pokal gewonnen. Ihr habt's gewusst, ihr miesen Schweine. Manfred. Das ist Sabotage. Das ist doch Unsinn, Karl. Das kann doch nur ein Unfall gewesen sein. Keiner hier will dir was Böses. Was soll ich denn jetzt machen? Karl, beruhig dich. Beruhig dich?
Beruhig dich! Ja! Das ist die vierte Generation! Ist ja gut! Das ist die beste! Ach, hier im Nachwuchs! Idiot! Mensch, Karl, lass doch gut sein! Das ist doch wahr! Was guckt ihr so blöd, hm? Da soll mal einer mit euren Rammlern machen! Das firmiert doch ihr Namen! Mami, warte! Kaninchen, das ist mir völlig egal! Mach ein Foto! Das ist doch wahr! Und Karl? So, jetzt. Das kannst du ruhig in die Zeitung bringen, das Bild. Der bringt dich um. Wenn er den Pokal dieses Mal holt, dann baue ich das ganze Schlafzimmer zu einem Stall um. Na, Herr Vorsitzender? Moni. Ist ja richtig was los da drin. Ich habe gehört, dein Auto ist Schrott. Ist ja richtig schön, dass sich alle um mich kümmern. Ich muss los. Moni, warte mal. Ich muss mit dir reden. Nicht jetzt. Doch, es muss jetzt sein. Ich versuch's uns schon seit einem halben Jahr. Aber mal schnell, ich muss Sammy abholen. Na, ist doch scheiße, so geht das nicht. Hey, so geht was nicht? Jetzt rat doch mal. Also, wie soll ich das sagen? Seit es zwischen dir und meinem Bruder vorbei ist. Ja. Ja? Scheiße, ich kann das nicht unter Zeitdruck. Okay. Kein Problem, du übst noch ein bisschen und rufst mich an. Und jetzt wart doch mal. Ich versuchte das schon zu sagen, seit wir zusammen im Sandkasten gespielt haben. Ich liebe dich. Immer schon. Problem. Können wir jetzt weitermachen? Ja, sofort. Es geht einfach nicht, dass meine Arbeit unter deinem Chaos leidet. Ich kann mich so nicht auf die Lernenden konzentrieren. Die habe ich mit Rüdiger gefangen. Oh, klasse. Das Vorspielbis, die nennt man Faulklappen. Sag tschüss, so, Papa. Ja, tschüss. Tschüss, Rüdiger. Weiter geht's mit Orientierung und Vertrauen. Hopp, hopp, die Augen wieder verbinden. Na, endlich. Ja, das ist gut. Nee, Mama, mit sowas fahre ich nicht. Das ist uncool. Sammy? Mit diesem Auto fahre ich nicht. Das ist blöd. Mach mich nicht wahnsinnig. Ich hab's mir immer gedacht. Oh, na klar. Manfred, der Bruder von Sammys Vater, dem ich als Kind so auf den Kopf geschlagen habe, dass mir die Narbe heute noch sieht. Sagt, dass er mich seit 35 Jahren liebt. Und du hast es dir schon immer gedacht. Kaffee. Ja, guck mal. Sammy! Hau auf, was ist hier? Raus! Hallo, Guido. Hallo, Ilona. Das kannst du nicht machen. Dann Moni, Pech gehabt mit dem Auto? Ja. Ist komplett? Alles da, keine Sorge. Danke, tschüss. Und, was jetzt? Dem ist, dass ich ihm nicht aus dem Weg gehen kann. Entschuldigung, meine Sache. Ja. Zwei Hosen. Hier. Das extra? Plus extra. Sag mal, Ilona, die holen doch nicht nur ihre Wäsche bei dir ab. Nur für meine beste Freundin. Kein Wort zu niemandem. Sechs Herz. Schon mal gehört? Läuft wie geschnitten Brot. Guido? Guido Wumacker? Ist nicht der Einzige im Dorf. Wer noch? Sag ich nicht. Ilona? Wer noch? Sag ich nicht. Sag. Okay. Yes, Moni! Moni! Okay. Moni!
kein Wort. Zu niemanden. Oh nein. Manfred? Erst recht nicht zu ihm. Oh nein. Sammy! Sammy! Gesagt, du sollst es nicht machen. Und immer wieder. Moni, du musst ihm Grenzen zeigen. Ich weiß, hörst du? Ich weiß. Aber du musst dich jetzt nicht auch noch einmischen. Verdammt nochmal. Du machst ihn noch wahnsinnig. Abmarsch. Moni! Komm, mein Wirbelwind. Hast du den Hubschrauber gesehen? Na klar. Der hat das Gelände von Plötz unter die Lupe genommen. Weißt du schon was? Vor dir, Mutter? Oh, Entschuldigung. Also, dein Vater hat dir überhaupt nichts beigebracht. So, einparken bitte. Karl sieht ja gar nicht gut aus. Der Tisch hatte Vorfahrt. Karl sah noch nie gut aus. Hab ich bestanden? Ja, und jetzt ab ins Bett, husch, husch. Aber schnell. Kein Problem. Sascha klemmt's wieder an. Kostet nichts. Jedenfalls muss schnell etwas passieren. Sammy wächst aus den Klamotten raus. Und jetzt auch noch dieses bescheuerte Auto. Weißt, ich hab mir immer gewünscht, dass du es mal besser machst als ich. Und jetzt ein Kind großzuziehen ohne Vater, das ist nicht gut. Wenn du bei Vater geblieben wärst, anstatt ihn davon zu jagen, wäre jetzt vielleicht auch alles leichter. Ja, hast ja recht. Aber willst du es nicht trotzdem noch mal mit Rüdiger versuchen? Schon wegen Sammy. Wegen Sammy? Ja. Bist du bei Vater geblieben wegen mir? Ich wüsste vielleicht, wie wir da wieder rauskommen. Ja? Wie denn? Eine Bildagentur in Berlin. Ich schicke denen immer wieder mal ein paar Fotos von mir. Die mögen meine Arbeit. Ich glaube, ich könnte sofort bei denen anfangen. Hm. Nach Berlin. Mit mehr als doppelt so viel Geld wie bisher. Weggehen. Aus Lüskra. Ja, warum denn nicht? Einfach nochmal von vorne anfangen. Ich will auch nur, dass es uns allen gut geht. Denk drüber nach. Grüß schön. Hat ja schon was, der Mann. Oh nee, dieser muskulöse Körper und diese peinliche Tigerstöpfe. Quatsch nicht, der. Manfred. Vergiss es. Er hat die Knackarschen. Ist eigentlich eine gute Partie. Im Grunde genommen ist es die einzige Partie. Kannst du dir vorstellen, wie sich die Frauen im Dorf die Mäuler zerfetzen? Mit dem Bruder von Rüdiger. Ja, mit dem Bruder von Rüdiger. Die alte Schlampe. Sag mal, du machst ja wirklich jeden Scheiß mit, oder? Ja, ich probiere ja gerne mal neue Sachen aus. Aber das bringt nun wirklich gar nichts. Hast du schon mal darüber nachgedacht, von vorne anzufangen? Ich meine ganz woanders. Was meinst du mit woanders? Du bist ein hoffnungsloser Fall. Was soll denn woanders besser sein? Die Freunde? Die Landschaft? Die frische Luft? Ha? Oder glaubst du, woanders sind die Männer besser? Die sind doch überall gleich. Jedenfalls ist woanders das Sortiment größer. Männer sind okay, aber ersetzbar, wenn es sein muss. Wer ist denn jetzt schon wieder dran, hä? Sag ich dir nicht. Oh nein. Ah! Was ist das denn? Eine Nackenmassage. Oh. Am wichtigsten aber sind die inneren Werte. Wie im richtigen Leben. Gehört er dir? Na klar. Die Landfrauen planen ein Showcooking. 5-6 Seiten im Foto, okay? Ein bitte was? Showcooking, steht doch da. Im alten Kino. Fahr einfach mal hin. Dann wäre da noch das 5-jährige Bestehen der Freiwilligen Nein, Feuerwehr. Nein, das geht nicht, Sammy. Mein Sohn muss zum Zahnarzt. Moni, du stehst auf der Abschussliste und das nicht erst seit der Sache von gestern. Die Kreisredaktion musste die halbe Lokalseite umstellen, weil du diesen Termin verpasst hast. Ich stehe doch auch unter Druck. Hier, alles Bewerbung. Nur von dieser Woche. Alle jung, schnell, pünktlich
und unfruchtbar. Noch Fragen? Ich will eigene Vorschläge hören. Und bitte nicht wieder was aus der Ecke rosa Kaninchen. Bei Plötz soll es Probleme geben, habe ich gehört. Na also, das ist doch was. Aber nur handfeste Fakten. Fakten! Morgen, Fritz. Morgen, Moni. Wo finde ich den Plötz? Der ist vorne. Danke. Mal an. Morgen, Herr Plötz. Guten Morgen. Haben Sie einen Moment Zeit? Ja, also, eigentlich habe ich jetzt einen Termin. Geht ganz schnell. Herr Plötz, es gehen Gerüchte um. Hier im Werk gibt es Probleme. Komm, gehen wir ein paar Schritte. Also, ist was dran? Moni, du weißt doch genau, was man von Gerüchten in diesem Dorf zu halten hat. Herr Plötz, ein Hubschrauber über dem Berg, der erste der Geschichte. Und wenn ich mich hier so umsehe, hier hat doch wirklich keiner was zu tun. Also zähle ich eins und eins zusammen. Es wäre wenig vorteilhaft, wenn du derartige Gerüchte im Moment veröffentlichen würdest. Aber dann sagen Sie mir doch wenigstens offen und ehrlich. Tut mir leid, ich muss weg. Also wenn du noch Fragen hast, ruf mich einfach an, ja? Herr Plötz! Sie können mir doch... Grüß mir bitte deine Mutter. Ah, Manfred. Könnte ich dich einen Moment sprechen? Ist gerade nicht so günstig. Mach schon. Also gut, komm ich hoch. Danke. Tut mir leid. Ach, Quatsch, wusste nicht. Es muss dir nicht leid tun. Es ist nur. Es kam so plötzlich. Weißt du, Moni, wie soll ich sagen? Solange du mit meinem Bruder zusammen warst, war das Ganze ja aussichtslos. Aber dann, ich hab's aber nicht mehr ausgehalten. Es kam einfach so raus. So lange schon? Ich habe das Gefühl, ich müsste noch mal was ändern. Grundsätzlich, weißt du. Auch wegen Sammy. Ich möchte ihm ein bisschen was bieten. Und da bin ich der Falsche, oder was? Nein. Aber Lyskraft ist vielleicht das Falsche. Was ist denn an Lyskraft plötzlich so schlecht? Ach komm. Alles ist so festgefahren. Es gibt keine Überraschungen mehr. Mit Überraschungen kann ich nicht dienen. Außer vielleicht, dass ich demnächst meinen Job verliere, aber das ist... vermutlich nicht die Art von Überraschung, von der du sprichst. Dann ist also doch was wahr an dem Gerücht. Plötzlich hat mich gebeten, es noch für mich zu behalten, aber es ist wohl schlimmer, als wir alle dachten. Scheiße. Scheiße. Ja, und wie geht's weiter? Keine Ahnung. Auf uns wollte er nie hören. Ich denke ernsthaft, ob ich von hier weggehe. Na, großartig. Du wirst doch nicht die Einzige sein. Ich will gleich das ganze Dorf dicht machen. Manfred! Rüdiger, hör mal, ich habe ein Riesenproblem. Ich brauche jetzt deine Hilfe. Rüdiger? Stopp! Das war ein Stoppschild. Los, jetzt zurück.
Du bringst mich noch um mit deiner Hektik. Ich hab dieses Teil, dieses Stoppschild nicht gesehen. So geht das einfach nicht. Ich kann nicht jedes Mal die Karre aus dem Dreck ziehen, wenn du wieder was nicht in den Griff hast. Nein. Ja, ich komme, ja. Ilona, was ist denn? So ist es nun mal im Leben. Alles hat sein Ende. Komm raus jetzt, los! Ilona! Ging das nicht ein bisschen schneller? Wegen dir? Entschuldigung, hätte ich gerade fast einen Schüler verloren. Sammy hat Angst. Entschuldigung. Zum ersten Mal hätte ich fast einen Schüler verloren. Du bist schon wieder da, mein Großer. Sei dankbar. Tschüssi. Oh ja, ich kenne das. Gestorben bin ich, so viel Schiss habe ich immer gehabt. Von den ganzen Schmerzen da. Ja, soll ich das Kind vielleicht anlügen? Showcooking? Naja, wir wollen halt auch den jungen Mädels was bieten. Okay. Leg los. Achtung, meine Damen, Aufstellung. Versöhnen, hast du selber gesagt. Ja, Sammy, komm. Moni, ich bin ja auch versichert. Komm, nehme Sammy. Ilona, bitte, entschuldige. Auch wenn es jetzt einer der schwersten Momente deines Lebens ist. Du musst jetzt mit dem Auto Frieden schließen, ja? Komm, berühr ihn. Ja? Zeig ihm, dass du ihm trotzdem vertraust. Na, was spürst du? Er hat dir verziehen. Ilona wird den Führerschein nie schaffen. Wer hält dagegen? Du hast Sorgen. Was ist denn los, Ilse? Moni will vielleicht nach Berlin gehen. Ach, so ein Blödsinn, sowas macht Moni nie. Ich dachte, sie würde gerade was mit Manfred anfangen. Ich weiß von nichts. So, weiter geht's. Mein Sohn hat gestern auch schon davon gesprochen, dass er von hier weg will, wenn es hier keine Arbeit mehr gibt. Mensch, Mädels, was ist denn los? Gestern ein bisschen viel gefeiert, was? Na. Schon gut. Ilse, du musst unbedingt mit Plötz reden. Wir müssen wissen, was los ist. Sie wird dir alles erzählen. Was soll denn das jetzt heißen? Tu doch nicht so. Du weißt genau, was wir meinen. Da ist nie etwas gewesen. Wie auch immer, wir müssen etwas tun. Und bei Plötz fangen wir an. Quetsch ihn aus. Aber so richtig. So, Ilona, tschüss.
Das Bild von Ilona willst du doch nicht in die Zeitung bringen. Ach Quatsch, Mutter. Das sind Arbeitsproben, dafür gibt's kein Geld. Das mache ich nur, damit sie mich nicht vergessen. Na hoppla. Guck mich so. Ich gehe aus. Oh. Sascha holt mich gleich ab. Na dann, viel Spaß. Ach, nicht was du denkst. So eine Art Mission. Mission? Okay. Dann Hals und Beinbruch. Tschüss. Oh, du hast es nicht verlernt, Peter. Na ja, man kommt ein bisschen aus der Übung. Na ja. Männer, die kochen können, haben mich schon immer fasziniert. Du warst auch nicht verlernt, Ilse. Mit dir zu flirten war schon immer ein Abenteuer. Na, man kommt ein bisschen aus der Übung. Na dann. Guten Appetit. Guten Appetit. Weißt du, Ilse, ich habe oft überlegt, warum das zwischen uns nichts geworden ist damals. Na, du hast dich doch anders entschieden. Ich? Ich habe gar nichts entschieden. Du hast doch damals was mit diesem Rumtreiber angefangen. Das hätte ich dann tun sollen. Doch nur, weil du mit dieser vornehmen Tochter was angefangen hast. Ich war dir ja nicht gut genug. Aber das war doch nur, weil ich... Weil du was? Ich wollte... Ich weiß, es klingt jetzt lächerlich. Aber ich wollte dich damals einfach eifersüchtig machen. Eifersüchtig? Na wunderbar. Ja, und was tust du? Statt zurückzukommen, mir eine Szene zu machen, heiratest du diesen dahergelaufenen, diesen... Was gibt's denn da zu lachen? Na, soll ich dir mal sagen, warum ich den geheiratet habe? Weil du mich eifersüchtig... Und? Sie essen? Und sonst nichts? Was hast du erwartet, wilden Sex auf dem Wohnzimmertisch? Oh, das ist ja richtig romantisch. Sag mal, glaubst du mir? Was denn? Na, dass da nie was gewesen ist? Was nicht ist, kann ja noch werden. Licht aus! Mensch, Sascha! Entschuldigung. Ruhe. Wenn ich dran denke, was alles hätte anders werden können damals. Alter, du hast geheiratet, ich habe geheiratet. Jetzt sind wir beide allein. Zeit zurückdrehen geht nicht. Natürlich nicht. Sag mal, dieser Hubschrauber gestern. Ich habe mich mal erkundigt. Weißt du, wer da drin saß? Ganz die Alte. Du hast dich wirklich nicht verändert, meine Liebe. Also, das war ein Herr Moulin, Geschäftsführer eines französischen Konzerns, der alles Mögliche herstellt, unter anderem Rasierer. Ilse, ich werde verkaufen. Ich wollte es ohnehin morgen der Belegschaft erzählen. Ich habe alles versucht. Es geht nicht mehr. Du warst der Held in unserem Dorf. Weißt du das eigentlich? Trotz Enteignung und Wende, du hast nie aufgegeben. Kannst du dir vorstellen, was für Kraft es gekostet hat, im eigenen Betrieb nicht mehr das Sagen zu haben? Zuzusehen, wie die Herren Planwirtschaftler alles kaputt machen. Nach der Wende, ja, da hatte ich noch Kraft, wieder von vorne anzufangen. Aber nochmal, nein. Trotzdem. Ist es nicht deine Art, einfach alles hinzuschmeißen? Ich kann nicht mehr. Und was soll dieser Moulin mit dem Werk machen? Ja, modernisieren. Modernisieren. So wird der Betrieb wenigstens nicht ganz untergehen. Modernisieren, das heißt Leute entlassen. Also ein bisschen ist das auch deine Schuld. Wir hätten vielleicht Kinder gehabt, die sich jetzt um den Betrieb kümmern. Aber du alter Dickkopf, du wolltest ja nicht. Mein Peter, du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Das kriegen wir auf die Schnelle nicht mehr hin. Und das wollen die Leute wirklich sehen? Wie verrückt. Du, ich habe mir überlegt, ein Videowäschetaxi einzurichten. Die Leute bestellen über Internet und ich liefere über die Dörfer aus. Diskret und zuverlässig. Dafür brauchst du also den Führerschein. Danke, dass du mich daran erinnerst.
Aber du hast doch den Führerschein. Kannst ja mit einsteigen. Das reicht dicke für zwei. Ich soll mit Sexfilmen über die Dörfer fahren? Ist das denn ernst? Denk doch mal nach. Ist doch nicht so schlimm. Fotografiere ich ja lieber Karnickel. Ich muss los. Ich muss morgen früh raus. Dann eben nicht. Werde ich eben alleine reich. Oh nein, nicht schon wieder. Wie lange sitzt du denn schon hier? Ach, nur eine halbe Stunde. So ein Mist auch. Dieses verdammte Ding. Morgen rufe ich den Monteur, das verspreche ich dir. Diesmal wirklich. Wozu denn Monteur? Mir geht's doch hier prima. Stell mir einen Fernseher in den Flur und bring mir eine Käsestulle. Mehr will ich auf meine alten Damen gar nicht verlangen. Sag das nicht. Okay. Also. Lächeln! Hör auf! Ich hab dir tausendmal gesagt, du sollst die Kamera nicht anfassen. Hab ich dir das gesagt oder nicht? Mein Gott, jetzt maul das Kind doch nicht so an. Alle Bilder weg. Der ganze Tag. Komm zu uns. Oh, Scheiße. So, ob. Sammy! Chance. Wenn ich nicht verkaufe, ist der Laden in 2 Wochen dicht. Und ihr steht alle auf der Straße. Hey. Wo ist unser Betriebsrat? Manfred, sag was dazu. Herr Plötz, wir haben immer wieder Vorschläge gemacht, wie wir den Karren hier aus dem Dreck ziehen können. Wir haben Lohnverzicht angeboten. Fritz hier. Fritz hat ganze Schubladen voll mit neuen Ideen. Manfred, du weißt genau, dass kein Geld da war. Herr Plötz, jeder hier im Raum hat irgendjemand in der Familie, der schon für ihren Vater gearbeitet hat. Ja. Für ihren Großvater. Unser ganzes Dorf, ganz Lüßgraf, lebt von ihrem Werk, Herr Plötz. Ja. Und ihr Werk, mit Verlaub, von unserem Dorf. Ja, ich weiß. Es ist mir auch klar, dass sich heutzutage kein Mensch mehr für so sentimentalen Quatsch interessiert. Ja. Irgendwann muss Schluss sein. Wir glauben Ihnen auch, dass Sie diesem Franzosen da vertrauen, aber wir tun es nicht. Wir werden den Verkauf dieses Werkes verhindern, und zwar mit allen Mitteln. Richtig, ja. Uniform? Bitte schön. Danke. Tschüss. Hallo. Hallo, Ilona. Sag mal, Ilona, bist du mit Romiana befreundet, ne? Ja. Dann erklär mir mal, warum sie mir und meinen Tieren sowas antut. Komm, Karl, lass gut sein. Hier, die Schutzbrille nicht vergessen. Danke. Ne? Sie hat ihn auch rausgeschmissen. Endlich! Das trifft sich bestens. Mich haben sie auch gefeuert. Jahrelang ist alles in Ordnung, aber plötzlich, zack, ist man der Dame nicht mehr gut. Hey, perfekt! Jetzt kannst du die Filme ausliefern. Sogar als Vollzeitkraft. Ilona, das nervt. Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Ilona! Ja, ich komme! Eine Sonnenbank spielen. Wenn die Indianer sehr schnell lange Strecken geritten sind, dann haben sie sich am Ziel auf die Erde gelegt und gewartet, bis ihre Seele nachgekommen ist. Das hilft vor allem nach langen Autobahnfahrten. Plötzlich will verkaufen. Ich bin gefeuert. Wie bitte? Plötzlich ich bin verkaufen. Gefeuert, Rüdiger! Entschuldigt, und jetzt? Ich brauche dein Megafon. Ich gehe nach Berlin. Na klar. Sie verdrücken es natürlich am einfachsten, ne? Das muss ich mir nicht anhören. Sammy! Sammy, Schatz! Sammy, wir gehen. Aber meine Seele ist doch
ist noch gar nicht zurückgekommen. Wer? Meine Seele. Was genau habe ich jetzt nicht mitbekommen? Die Mutter deines Sohnes sucht plötzlich Abenteuer in dem Alter. Was? Dein Bruder möchte das ganze Dorf retten, am liebsten auch die ganze Welt. In dem Alter. Ist doch lächerlich. Kannst du mir das erklären? Kannst du mir Frauen erklären? Sag mal, ist irgendwas mit dir und... Wie kommst du denn darauf? Also, die Indianer. Sie sind mal ehrlich. Mit dem Mund ist Job. Das kann uns bald alle treffen. Wir sollen alle nicht aus Liskraft raus, richtig? Hallo, Moni. Hallo. Hallo. Hey, Moni. Hallo. Hallo. Also, die Situation spitzt sich zu. Es wird alles schlimmer. Wir müssen was tun, bald. Vorschläge? Ja, wir könnten Marmelade und Honig übers Internet verkaufen. Topflappen und Häkeldeckchen, Kastanientiere. Mensch, wer kauft denn sowas? Ja. Ja, also was sich immer gut verkauft, ist Erotik. Bitte? Erotik. Wie kommst du denn darauf? Naja, ich... Elena verkauft Sexfilmchen. Was? Unterm Ladentisch. Ja, jedenfalls laufen die wie geschnitten Brot. Ohne die hätte ich meinen Laden schon längst dicht machen können. Pfui, schäm dich. Wozu sind wir denn hier? Um Moral zu predigen oder um Geld zu verdienen? Hm? Na, ich hätte kein Problem damit. Sex ist doch was Schönes, oder nicht? Ja, lange Zehe. Also ich finde schon. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht. Na, das kann ich mir vorstellen. Wisst ihr was? Ich habe auch eine Idee. Vielleicht ist sie auch völlig blödsinnig. Na, du sag schon. Eleanor und ich, wir saßen zusammen, wir hatten ein paar Gläser Rotwein. Sie hatte da dieses Massagekissen und da war ein Stab und... Moni, jetzt reicht's! Moment. Mutter! Das meintest du doch, oder? Ese! Oh. Na dann. Das Topmodell der Plötzwerke. Ja, seit 40 Jahren. Ja. Die Dinger hier sind totaler Mist. Die haben sich Männer ausgedacht. Gisela hat recht. Ich habe recherchiert. Die Dinge verkaufen sich zwar hervorragend, aber im Internet sind die Frauen nur am Motzen. Naja, weil eben von Männern gemacht. Plötzlich muss schließen, weil seine Rasierer technisch veraltet sind. Diese Dinger hier sind technisch simpel. Das Problem hier ist also nicht die Technik, sondern die Funktion. Naja, und da kennen wir uns ja bestens aus, oder? Also ehrlich gesagt, habe ich sowas noch nie ausprobiert. Oh. Tja. Also nur mal so gedacht. Was wäre, wenn wir diese Dinger herstellen lassen? Bei Plötz. Von Frauen für Frauen. Hervorragende Idee. Abstimmen, wer ist dafür? Martha. Martha! Oh, das glaube ich einfach nicht. Was machen wir da? Wir nehmen die Dinge in die Hand. Was sonst? Grüß dich, Manfred. Schlimmer als wir dachten. Ich dachte immer, schlimmer geht's gar nicht mehr. Dieser Moulin, oder wie er heißt, hat in den letzten Jahren weltweit Betriebe aufgekauft. Ja und? Er hat die Ideen rausgekitzelt, ein paar Leute mitgenommen und an jeden dieser Läden nach kurzer Zeit dicht gemacht. Ausnahmslos. Das war's dann wohl. Was ist denn mit euch los? Was seid ihr für Schlappschwänze? Fangt doch gleich an zu heulen. Was können wir denn machen? Ich meine, wir hier in dieser kleinen Klitsche. Gegen einen Weltkonzern. Na, kämpfen, was denn sonst? Wenn's sein muss, bis zum Umfallen. Seit wann lassen wir uns von solchen Typen fertig machen? Recht hat er, nieder mit den Bonzen. Am besten gleich alle. Genau! Eine Werksführung? Wozu? Bevor es zu spät ist. Komm, Peter, zeig's uns. Also Kinder, hier drüben werden die ganzen Teile dann zum fertigen Rasierer montiert. Hä? Ah. Hallo Peter, kommst du mal bitte? Na, wie lange willst du mich noch hier stehen lassen? Hm? Ein bisschen schneller. Bedienungsanleitung. Pass auf, die kommen. Komm.
Danke. Das könnte gehen. Aber wie überzeugen wir die Männer? Irgendeine Idee? Na, über die Frauen natürlich, wie immer. Und so etwas hat es bisher wirklich noch nicht gegeben, glaubt es mir. Jetzt passt mal auf. Ich zeige euch mal anhand der Zeichnung, wie das funktioniert. Ja? Ja, Sie gucken schon. Die Scherköpfe sind hier überall. Naja. Aber das kann unsere Zukunft sein. Verrückt, was Sie hier machen. Das muss ich nicht alles gefallen lassen. Wir brauchen noch eine friedliche Lösung. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, diesen Betrieb quasi in Eigenregie zu übernehmen. Ja. Und friedlich. Oder? Aber das geht nur, wenn wir alle zusammenhalten, oder? Genau so, Max. Ja. Ich finde, wir ziehen das wirklich durch. Also machen wir uns nichts vor. Die Konkurrenz ist riesig und wir sind blutige Anfänger. Wir setzen auf Qualität. Wie wirst denn du das beurteilen können? Was machen denn eigentlich die Männer? Nun, das ist das Problem. Normalerweise sind die mit nichts hinterm Berg, aber momentan Funkstille. Die hacken irgendwas aus. Mhm. Aber frag mich nicht was. Dafür haben wir die Landfrauen im Boot. Die werden ihre Männer schon im Griff haben, wenn es soweit ist. Und was macht die Testreihe? Ich würde sagen, vielversprechend. Total später. Bliebe nur noch Platz. Mutter? Ich sage euch, es wird nicht leicht. Was noch viel wichtiger ist, wer kauft uns die Dinge eigentlich ab? Naja, an die Großen kommen wir nicht ran, aber ich habe alle durchtelefoniert. Es gibt eine kleine, aber feine Firma in Berlin. Das war gar nicht einfach. Aber morgen haben wir einen Termin beim Vertriebsdirektor Europa. Ganz oben. Morgen, ja? Echt? Was machen wir denn da? Na, ich habe denen gesagt, wir hätten eine Fabrik, die erstklassige Massagestäbe produziert. Eine Fabrik, ja? Ja, sonst hätten wir den Termin gar nicht bekommen. Und wer soll da bitte schön hinfahren? Wie? Hallo Manfred. Danke. Manfred, was macht denn die Sache mit Plötz? Warum fragst du? Es interessiert dich doch überhaupt nicht. Natürlich interessiert mich das. Es wird was passieren, mehr kann ich dir nicht sagen. Und du? Wie geht's dir? Jetzt fang überhaupt nicht erst an, hier einen auf gute Freunde zu machen, ja? Du gehst, ich bleib hier. Was soll ich dazu sagen? Aber noch ist doch nichts entschieden. Mr. Naoki, how can I say? It's a little Missverständnis. We do not make matchsticks now. Wir stellen diese Matches, diese Dinge noch nicht her. Ich weiß, das hat Ihre Sekretärin Bryce erwähnt. Ja. Bitte, fangen Sie an. Yes. Unsere Matchsticks sind von Frauen gemacht, deswegen auch der Unterschied. Nein, Entschuldigung. Deswegen auch der Unterschied. Wir haben hier einige, wie Sie sehen, in einen Massagestab zu verwandeln. Hier nochmal, dann auch noch mehr ansehen. Die Wandlung. Vom Motor, der Funktion. Wir haben die Maschinen. Aber jetzt kommt's. Ich bin nicht fertig. Herr Naoki, ich bin nicht fertig. Wir haben wirklich gearbeitet. Plötzlich.
Das ist nur ein... Weiß ich, wie man das jetzt so nennen würde. Aber nur fürs Beispiel. Einen Moment. Ja. Ja, und was war? Na los. Die haben gelacht. Ja, die haben mich ausgelacht. Was? Ach, das war der erste Versuch. Es wäre doch ein Wunder, wenn es geklappt hätte. Alles vorbei. Dachte ich. Aber dann haben sie gesagt, wenn wir das schaffen, was wir vorhaben, steigen sie ein mit allem, was sie haben. Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, gewisse Ereignisse haben den Vorstand bewogen, dieses Jahr einmal etwas ganz Neues auszuprobieren. Wir haben den Ablauf unseres diesjährigen Festes deshalb etwas verändert und ich möchte euch bitten, jetzt draußen vor dem Zelt Aufstellung zu nehmen für unseren festlichen Umzug. Ich bedanke mich. Mitten in der Nacht sind die jetzt übergeschnappt? Natürlich, was sonst? Die haben ja nicht die geringste Ahnung. Also, Mädels, los. Klar. Renzi? Habt ihr alle? Du noch nicht. Manfred? Manfred, was wird das? Schützengilde, Marsch! Prost! Hallo Karl, was machst denn du hier? Prost, Dieter. Ich darf nicht, ich bin im Dienst.
Was wollen die denn hier? Gib das her, wir retten auf deinen Arbeitsplatz, Dieter. Voran, Jungs, los, schnell! Los, rein jetzt! Los, schneller! Los, komm, komm, komm! Rein! Los, los, komm! Hast du Schloss? Ja! Was ist denn da vorne los? Ich glaube, wir haben ein Problem. Die Männer haben das Werk besetzt. Was? Na und? Das ist doch kein Grund, die gute Laune zu verlieren. Das ist Wahnsinn! Wie's mit meinen Gefühlen? Fühle, 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 fühle! Hallo, hallo? Hallo, hallo? Also, ab sofort wird hier nichts mehr ohne uns entschieden. Auch wenn es Lohnverzicht bedeutet. Wir kämpfen um jeden einzelnen Arbeitsplatz. Wir müssen um unser Dorf kämpfen. Polizei, los, komm! Vor zum Tor! Los, komm! Hey! Was soll dieser Unsinn, Manfred? Du siehst es vielleicht Unsinn, Herr Plätz, aber für uns hier geht's ums Überleben. Ja, darum geht's uns allen. Kein Mensch wird den Laden kaufen, wenn ihr euch hier wie die Kinder aufführt. Es soll auch keiner den Laden kaufen und anschließend kaputt sanieren. Außerdem sind Sie derjenige, Herr Plätz, mit Verlaub, der uns behandelt wie die Kinder, denen man sagen muss, wo es lang geht. Und damit, bei allem Respekt, ist der Schluss. Richtig, Manfred. Genau. Kommen Sie, Herr Plätz. Da gibt es noch ganz andere Bedürfnisse. Manfred? So ein Mist! Simoni, genau, wir müssen reden. Worüber denn? Gibt es hier einen etwas ruhigeren Platz? Komm, kommen wir zum Haupteingang. Ich lasse dich rein, sobald die Bullen weg sind. Ja. Hey, Manfred, ja, mach klar. Hey, Manfred, was sollen wir jetzt machen? Klar. Vorsicht, da kommt die Nächste. Und, wie ist das so im Käfig? Komm, Romiana, lass gut sein. Kommt, Männer, kommt. Wie Sie wollen, Herr Plötz. Dann lassen wir es erst mal dabei. Morgen, Peter. Komm. Morgen, Ilse. Morgen, die Damen. Guten Morgen. Schöner Morgen, ne? Also, Ilse, ich bitte dich, was ist denn daran schön? Na, vielleicht können wir da helfen. Das ist aber nicht euer Ernst, oder? Kein Schützenfest ohne Königsschießen, das weißt du doch. Ah ja. Und was habt ihr sonst noch so vor? Ich meine, außer, dass ihr die Tradition wahrt. Wir übernehmen diesen Betrieb in Eigenregie. Ah, ja. Und dann? Ja, dann werden Rasierapparate produziert. Was denn sonst? Wir haben jede Menge neue Ideen. Jedenfalls setzt kein Kapuzanierer seinen Fuß in diesen Betrieb. Manfred, was würdest du davon halten, wenn es, ja, wenn es noch ein anderes Konzept gäbe? Ein anderes Konzept. Von wem? Naja, sagen wir mal, von einigen Frauen im Dorf. Frau? Ja, ja. Was habt ihr denn vor? Wollt ihr Marmelade einkochen im großen Stil oder häkeln? Moni. Um das hier durchzuziehen, brauchst du Durchsetzungsvermögen, Härte, Durchblick. Männersache, ja? Wenn du so willst, ja. Und dass sich da draußen die Frauen den Kopf über die Zukunft zerbrechen, genau wie ihr. Das zählt wohl nicht, oder? Natürlich, aber... Aber was? Dass sie Ideen haben, auf die ihr im Leben nicht kommen würdet. Das ist unser Betrieb. Wir arbeiten hier, wir produzieren hier. Was wollt ihr Frauen da bitte für Ideen haben, hm? Ihr habt was? Einen Plan, wie wir deinen Laden retten können. Also gut, meine Damen, ich finde es ehrenhaft, dass ihr euch Gedanken über meine Zukunft macht. Über unsere Zukunft, hm? Von mir aus auch das. Aber bei aller Liebe, ihr seht doch, was dabei rauskommt, wenn hier jeder seine Pläne hat. Ich führe die Firma seit 37 Jahren.
Hm, treu bis in den Ruin. Also manchmal wünschte ich, du könntest dein loses Maul halten. Wieso denn? Na also. Sie hat doch recht. Scheiß Karre! Wenn ihr mich fragt, die muss nur wieder mal richtig die Zündkerzen putzen. So ein Quatsch. Habt ihr nicht gehört, wie die gejapst hat? Der Luftfilter ist dicht. Hier und Technik ist richtig Kolbenfresser, da läuft unten Öl aus. War doch klar, dass die Männer uns nicht ernst nehmen. Wir müssen auf die Frauen setzen. Stimmt. Hast recht. Ich liebe deinen Optimismus. So schnell lassen wir uns nicht unterkriegen. Kennt ihr schon den? Treffen sich ein Vibrator und eine Banane? Sagt die Banane. Warum zitterst du denn so? Ich werde doch schließlich gegessen. Dein Foto? Ich habe keine Ahnung, wie das da hinkommt. Wo hängt das überall? Bundesweit, ganz sicher. Na, Prost, Mahlzeit. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Plakat. Du blöde Fotografenkuh! Mensch, meine Moni, schöne Scheiße. Ich kann mir nun wirklich nicht vorstellen, dass sie das dürfen. Ja, ja, bla, bla. Sie hören doch von mir. Mist! Die können so einfach... Ja, ich dachte auch, dass Sie mich vorher fragen müssen. Müssen Sie nicht. Ich habe mir was umgeschrieben und bestand es angeblich im Kleingedruckten. Diese Schweine! Und für so einen Laden... Ach, Quatsch, Mutter, will ich doch gar nicht mehr. Kein Job in Lüßgraf, kein Job in Berlin. Wir haben immer noch die Massagestäbchen. Ach, Quatsch. Das war doch von Anfang an eine Schnapsidee. Außerdem, was glaubst du, wer hier im Dorf noch mit mir was zu tun haben will? Damals, als ich mit dir schwanger war, hätten sie mich auch fast aus dem Dorf gejagt. Was? Nur weil ich den großen Plötz, den Helden von Lüßgraf, für einen dahergelaufenen Taugenichts versetzt habe. Das hast du mir nie erzählt. Dir viel ist nicht erzählt. Ach, tut mir leid, Mutter, aber das hier ist was anderes. Ich habe richtig Mist gemacht. Wo willst du denn jetzt hin? Berlin, vor dem Job. Oh Gott, diese Kinder. Hey, Sie! Hey! Was machen Sie da? Na, was wollt ihr, Blödkopf? Sind Sie wahnsinnig? Hör sofort damit auf! Was soll das? Hat Ihnen das erlaubt, hä? Sie das sofort wieder ab. Einfach. Hey, ruhiger! Moni? Moni! Das ist nicht in Ordnung, was du da machst! Ganz und gar nicht in Ordnung! Hier, was du Ilona antust, davon will ich erst gar nicht reden, wobei es eine Schande ist! Rüdiger, es tut mir leid. Komm bitte zur Sache. Du hast mich und meine Fahrschule lächerlich gemacht. Ich sag's dir doch bereits, es tut mir leid. Na toll, wirklich, das hilft mir unheimlich, unheimlich. Aber wunder dich nicht, wenn die Checks für Sally demnächst wegbleiben. Und das hast du dir selbst zuzuschreiben. Hast du Rüdiger wehgetan? Ja. Und Tante Ilona auch. Aber es war nicht mit Absicht. Na, dann machen wir das wieder gut. Soll ich dir helfen? Gemacht? Das Ding hängt überall. Die ganze Welt macht sich lustig. Ja, da, die Wessis ist mal wieder schön, was zu lachen. Aber dass Moni sich für sowas hergibt. Das hat sie doch nicht mit Absicht gemacht. Niemals. Jedenfalls ist sie am Packen. Was? Am Packen. Rüdiger, ich darf mein Auto nicht hier. Kannst du schnell zu Moni fahren? Was? Na jetzt, schnell, sofort. Wieso? Wieso? Hat sich voll im Haupt eingehabt. Was hast du denn? Sie trinken doch sicher lieber Tee. Ah, schwarz und ohne Zucker. Danke.
Also, wie stehen die Dinger? Auf gut Deutsch gesagt, beschissen. Moni. Aber ist doch wahr, Mutter. Verzeihen Sie mir. Entschuldige. Aber irgendwie habe ich das geahnt. Deswegen bin ich hier. Hören Sie, es ist sehr nett von Ihnen, dass Sie gekommen sind, aber das macht wenig Sinn. Bitte erlauben Sie mir, Ihnen meine Hilfe anzubieten. Es wäre mir eine große Ehre. Na gut, wenn Sie unbedingt wollen. Aber machen Sie sich wenig Hoffnungen. Sie kennen das Dorf nicht. Es wird mir eine große Freude sein, es kennenzulernen. Meine Sekretärin hat mir ein Zimmer im Hotel. Gibt's ein Hotel Kempinski? Kempinski. Maxe. Der Max? Kempinski. Maxe Kempinski, ja. Ja, er hat 20 Kühe im Stall und zwei Fremdenzimmer drüber. Und wenn Sie mich fragen, wer besser wohnt, könnte ich es Ihnen nicht sagen. Aber wenn Sie wollen, bringe ich Sie hin. Manfred, du sagst mir jetzt sofort die Wahrheit. Hast du was mit Moni, ja oder nein? Nein, natürlich nicht. Aber du willst doch nichts von ihr. Ist das so, oder? Doch, verdammt nochmal. Und wenn ich genau wissen will, ich liebe sie, seit ich denken kann. Ist das gut? Können wir vielleicht fahren? Aber sie ist doch... Sie war... Moment mal. Moni... Ich denke, das mit dir, Moni, ist längst vorbei. Na und? Wir hatten auch schöne Zeiten. Rüdiger, es tut mir leid. Aber ich dachte wirklich, dass das mit dir und Moni längst aus ist. Ist es auch, aber... Sie kann doch nicht einfach mit jemand anderem was anfangen. Dann noch mit meinem Bruder. Wann verdammt nochmal, nimmt endlich mal jemand Rücksicht auf mich? Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ein Hotel dieser Art gibt es hier nicht. Ich stehe dahinter. Moni, hau einfach ab hier! Nein, die Nacht haben schon gekriegt! Sie haben nicht übertrieben. Oh, tut mir leid. Schon gut, schon gut. Mir ist ja nichts passiert. Aber Moni, warum weinen Sie denn? Hier. Jetzt will ich gleich auf die Nase hauen müssen. Du hast doch angefangen. Geht mir auf jeden Fall besser. Weißt du, ich habe meine Aggression viel zu lange unterdrückt. Ach, toll, du machst mich richtig glücklich, weißt Mann, du? Mann, das mit Moni und mir, das war der größte Irrtum des Jahrhunderts. Eigentlich war es nur eine einzige Nacht. Was? Ja, und als dann Sammy kam, da dachten wir, es ging so weiter. Aber es ging nicht so, gar nicht. Es ist, sie ist ein Dickkopf. Aber da verliebt man du, sie auch. Wenn ich es genau betrachte, wäre das gar nicht mal so schlecht mit dir und Moni. Was redest du da? Na klar, du bist mein Nachfolger im Rudel, also genetisch gesehen. Ach, so das ist wichtig wegen Sammy. Nimm sie und werde glücklich. Kannst du endlich aufhören, solchen Quatsch zu labern? Tja, könnte sein, dass du zu spät kommst. Mann, jetzt heißt es kämpfen. Kannst du endlich mal die Klappe halten? Los, fahr mich zurück. Weiß ich, wie du bist. Du sollst mich zurückfahren. Morgen. Morgen, mein Kind. Guck mal, was der liebe Herr Nokia mir mitgebracht hat. Entschuldigen Sie, mein Eindringen. Aber das Stück Ihrem Kempinski war etwas bescheiden. Kein Problem. Wie geht's weiter? Wir reden mit den Leuten. Wir? Oh. Wir beide? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Sei doch nicht so pessimistisch, Kind. Und hilf dem lieben Herrn Nokia ein bisschen. Na, okay, Mutter. Na ja. Das ist mein Schatz. Hallo? Hallo? Könnt ihr mir einen Moment zuhören? Das hier ist Herr Naoki. Na und? Er wäre bereit, in das Werk zu investieren. Ja, ja? Ja.
Mach ich nicht mit. Es reicht ja wohl nicht, deine besten Freunde zu verkaufen. Jetzt verscherbelst du das ganze Dorf, oder was? Hoffentlich kassierst du wenigstens anständig dabei. Ilona? Rumiana? Ihr wisst doch, wer eine Oki ist. Sag doch was. Ich glaube, du gehst besser. Mit deinem neuen Freund. Manfred! Manfred! Manfred, hör mir doch! Manfred ist für dich nicht mehr zu sprechen. So schnell gebe ich bestimmt nicht auf. Geh wieder nach Hause, Moni. Kommen Sie, wir gehen. Meine Herren, darf ich Ihnen Herrn Moulin vorstellen? Wie ich Ihnen schon erzählt habe, wäre er bereit, in das Werk zu investieren. Das ist ja wie auf dem Bazar hier. Herr Plötz, sagen Sie Ihrem Franzosen, dass es hier nicht zu verhökern gibt. Was soll das? Herr Moulin ist nicht irgendjemand. Er vertritt einen der größten Elektrokonzerne der Welt. Und was will er mit so einer kleinen Klitsche? Kaufen und schließen. So sieht's doch aus. Ausbeuter kapitalistischer. Also jetzt reicht's aber. Ja, mit euch rede ich ja gar nicht. Wo ist Manfred? Alarm von der Seeseite. Manfred, sei doch vernünftig. Der Onkel kann uns helfen. Warum sollte ich dir glauben? Du belügst und betrügst doch jeden hier! Wenn du das glaubst, okay. Aber ihr müsst es doch nicht für mich tun. Herr Naoki ist doch da, um euch zu helfen. Keine Angst. Wir helfen uns selbst. Hey. Ach, Manfred, du bist doch wirklich das Allerletzte. Sieh doch zu, wie du mit deiner Affenhorde zurechtkommst. Ich wünsche dir viel Glück dabei. Wünsche dir viel Glück dabei, Manfred! Idiot! Komm, Manfred, wir gehen. Scheiße. Manfred! Scheiße, scheiße, scheiße! Willkommen in Lüsgraf! Warum ist dieser Mensch gleich so auf mich losgegangen? Ich kenne den Mann doch gar nicht. Manfred? Weil er ein Idiot ist. Ich muss gestehen, ich habe Ihr Dorf unterschätzt. Ja. Oh nein, bitte nicht! Manfred! Mach keinen Fehler! Sie wollen investieren? Wie viel? Genug, um den Land zu kaufen. Ich habe in der Branche noch nie von Ihnen gehört. Hör endlich auf zu rudern! Nein, ich denke doch gar nicht mehr. Unser Familienbetrieb betreibt Elektroartikel weltweit. Wie viele werden entlassen? Niemand. Also, werde ich mich für euch einsetzen. Tust es nicht für dich, Moni. Oder für deinen neuen Freund. Ich tue das nur für unser Dorf. Ist das klar? Was redest du da? Das ist nicht mein Freund. Hör endlich auf, mich anzulügen. Also, was war da? Da ist gar nichts. Ich habe nur meine Hiob angeboten. Ich habe euch doch gesehen gestern Abend. Was? Also, passen Sie mal auf. Bis morgen früh haben Sie die Sache im Griff. Und Sie wissen, das Schwerste haben Sie noch vor sich. Was meint er damit? Das Schwerste haben Sie noch vor sich. Nichts. Gar nichts. Meint ihr, Moni hat was mit dem Japaner? Manfred war richtig sauer. No, wir sollten uns nicht wundern, wenn sie so etwas tut. Wir sind gerade dabei, sie zu verkraulen. Also ich habe Angst. Wenn der Fritz den ganzen Tag zu Hause sitzt, das wird die Hölle. Dann lasse ich mich scheiden. Oh. Also wenn ihr mich fragt, wir müssen uns entscheiden. Und zwar für Moni. Ihr müsst wissen, was ihr macht. Ich werde jedenfalls nicht helfen. Hört doch auf. Ilona! Eigentlich läuft hier alles über Platz. Was ist denn mit der los? Lass mal, das wird schon wieder. Gut, dass du kommst, Ilse. Aha. Wir brauchen dich. Das hätte ich von dir nie erwartet. Na? Danke. Das war ja wie im Film. Ja, war ja wohl umsonst. Ach. Wer weiß. Moni? Was soll denn das? Der gehört Naoki. Damit verdient er sein Geld. Du meinst gar keine Rasierapparat? Nein, Massagestäbe. Und mit so einem Schweinkram sollen wir unser Geld verdienen. Hier bei Platz, in Lüsgraf. Manfred. Exzess auf Station 6. Ist das etwa kein Schweinekram? War in einem Wäschepaket mit einem Namen drauf. Ilona, bring ich ihn. Manfred,
Im Ernst, denk darüber nach. Das ist die Lösung. Damit kann das Werk überleben. Aber Moni, wenn du das den Kollegen erzählst, wirst du geteert und gefedert. Tu's nicht. Du bist doch Betriebsrat hier. Ich sehe mal, was ich tun kann. Glauben Sie mir, in ein paar Tagen werden die aufgeben. Und dann können Sie unterschreiben. Hallo, Peter. Die Terrassentür stand offen. Guten Abend, Ilse. Darf ich dir Herrn Moulin vorstellen? Plötzlich. Ilse, entschuldige mal. Was ist das? Das ist unser Plan, lieber Peter. Plan? Für was? Einfache Technik, große Wirkung. Solltest du bauen, verkauft sich hervorragend. Also du wirst ernsthaft vorschlagen, ich soll das da produzieren? Genau das will ich vorschlagen. Ilse, bitte, verlass sofort mein Haus, ja? Sascha, wir rollen ab. Vorteilhaft davor gestellt. Ach, so eins. Ruhm ist halt ähnlich. Zum Glück. Du bist also nicht mehr sauer? Vergiss nur vorbei. Okay. Außerdem muss es ja irgendwie weitergehen. Ich muss los. Okay. Na denn? Nestbeschmutzer. Das waren die harmlosesten Sachen, die ich mir anhören musste. Ah ja, ich würde ein Unternehmen von Weltruf in den Dreck ziehen, hat Fritz gesagt. Als Betriebsrat jedenfalls bin ich weg vom Fenster. Es tut mir leid, dass ich dich daran gezogen habe. Trotzdem danke. Das war's dann wohl. Ja. Das war's dann wohl. Ist bisschen knapp, ich weiß. Na, morgen früh schon, ich weiß. Ist wirklich zu spät. Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Wegen Leuten wie Ihnen geht Deutschland zugrunde. Nur ja nicht flexibel sein. Wollen Sie nun das Geschäft Ihres Lebens machen oder nicht, hä? Es geht um Leben und Tod! Ah, Entschuldigung. Hier sind Nerven etwas runter, ja. Es tut mir leid. Ja, no, Sie haben recht. Gut. Danke. Und was? Wird knapp, aber klappt.
hat denn mein Großer? Du hast sie wieder gefüttert, ja? Ich hab ihm Cola gegeben. Oh nein. Mami, wir gehen weg von hier, oder? Weißt du, manchmal muss man Sachen tun, die man gar nicht tun will. Und wenn man sie dann gemacht hat, dann gewöhnt man sich oft sehr schnell daran. Ich werde auf dich aufpassen und auf Omi auch. Ja. Sieh mal, da bewegt sich was. Da lebt noch einer. Guck mal, die hat sogar schon kleine Beine. Ja. Weißt du was? Ich gebe ihm frisches Wasser und du lässt ihn morgen wieder frei. Okay. Und jetzt schlaf gut. Gute Nacht. Na. Funktioniert überhaupt nicht. Verstehe nicht, wie man einen Videorekorder bauen kann, aber nicht in der Lage ist, eine Gabel zu erfinden. Sie habe ich erst morgen erwartet. Ich konnte meine Neugier dann doch nicht beherrschen. Ach, es tut mir sehr leid für Sie. Aber vergessen Sie es. Alles vorbei. Keine Chance mehr. Moni, ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Kommen Sie mit mir nach Berlin. Ich würde gerne mit Ihnen arbeiten. Ach, du lieber Gott. Sie können anfangen, wann immer Sie wollen. Herr Naoki, Sie sollten Ihre zukünftigen Mitarbeiter nicht nach dem Mitleidsprinzip aussuchen. Glauben Sie mir, wenn es um meinen Betrieb geht, achte ich nur auf Kompetenz und Persönlichkeit. Danke. Eigentlich sollte ich über Ihr Angebot total glücklich sein. Aber plötzlich habe ich das Gefühl, dass es falsch wäre, wegzugehen. Verstehe. Bis morgen früh können Sie es sich ja noch überlegen. Wiedersehen. Dein Japaner? Ja. Wo ist er hingefahren? Nach Berlin. Scheiße. Kannst du ihn zurückholen? Wieso denn? Scheiße, scheiße, scheiße. Warte, ich habe eine Idee. Ja, ich bin's. Jetzt pass mal gut auf. Ja, der fährt gerade hier vorbei. Warum? Ja, ist das schon gut. Beruhig dich bitte, wird erledigt. Also gut, Renate. Wir folgen dieser schwarzen Limousine. Sie darf Lüskraft nicht verlassen, ne? Ha, geil! Du bist nicht mehr auf unserer Seite. Das ist dein Problem. Ist doch Unsinn. Unsinn? Karl, ich denke nur drüber nach, wie es hier weitergehen soll. Was wir für Chancen haben. Das ist alles. Du denkst nach? Du denkst doch nur an Moni. Moni! Ist doch Quatsch. Du willst doch alles tun. Wenn du den Japaner hier reinholst, dann hast du bei ihren Steinen im Karl, du willst doch sogar deine Mutter dafür verraten. Lass meine Mutter aus dem Spiel. Ich glaub's ja nicht. Du musst du den Japaner zum Werk zurückbringen! Okay!
Rüdiger! Das ist unmöglich! Das geht nicht! Das darf er nicht was! Diese Frau hat gerade versucht, mich zu töten! Nein! Herr Naugi, wir müssen zurück! Nein, nicht noch einmal! Doch, wir können die Männer überzeugen! Ja! Moni, bitte verstehen Sie mich nicht falsch! Aber ich weiß, wann eine Sache vorbei ist! Nichts ist vorbei! Das ist absolut aussichtslos! Außerdem seid ihr gefährlich! Gar nichts ist aussichtslos! Moni, Sie müssen noch einiges lernen, zum Beispiel. Elena, er gehört zu den Guten. Dann wird er mir verteilen. Jetzt kommt schon die Zeit, rennt! Schnell, Rüdiger, hilf doch bitte! Rüdiger, verdammt nochmal! Nein. Ah, ihr seid euch also zu schade, etwas anderes als Rasierer zu bauen. Lieber keinen Job, ja? Ihr solltet euch jetzt mal da raushalten. Was soll das? Das regeln wir alleine hier. Wir sollen also zusehen, wie das ganze Dorf im Winde verweht. Nur weil euer kleines, kariertes Gehirn Schiss hat vor eine kleine, harmlose Spielzeug. Jana, wo hast du das denn her? Tu das weg. Tja, so schnell wird man heute durch eine Maschine ersetzt. Vicky, nee, ne? Hey, Uli! Hey, Uli! Warum seid ihr jetzt alle völlig durchgeknallt? Ich glaub's ja nicht! Lass dich ja nicht zu Hause blicken! Das gibt's doch gar nicht! Schämt dich, Wanni! Schämt ihr euch eigentlich nicht? Natürlich nicht! Und sag mal, glaubt ihr im Ernst, dass der Alte plötzlich bei so einer Schweinerei mitmacht? Ihr werdet ihn eben überzeugen. Da könnt ihr lange warten. Nicht nötig. So wie der Motor da drin ist, hält er nicht lange. Ah, das Gehäuse ist aber noch verbesserungswürdig. Geschwindigkeitssteuerung über Drehwiderstand. Hier. Wir müssen einfach bloß den Drehwinkel verändern. Sieh dir das mal an, das können wir aber besser. Mann, bitte schmeiß das Ding endlich weg. Also das eine oder andere können wir an eurem Spielzeug noch verbessern. Was kriegen wir hin? Draußen lassen. Das wird dann wieder eine Zukunft. Komm, Jana! Super! Ah! Komm, Jana, wir haben ihn erwischt. Wo ist denn der glückliche Kongen? Nein. Hallo, Uki. Hallo. Es tut mir schrecklich leid, es war nicht meine Absicht. Hallo? Polizei! Das war meine Schuld. Ich wollte nur nicht, dass Sie... Machen Sie es nicht noch schlimmer. Na, okay. Lassen Sie mich gehen! Warten Sie einen kleinen Augenblick, ja? Wir haben Mist gebaut. Wir haben uns immer wieder selbst ein Bein gestellt. Das haben wir so an uns. Aber schließlich geht es hier um unser Überleben, verstehen Sie? Das gibt Ihnen noch lange nicht das Recht, mich niederzuschlagen. Ich weiß, Sie haben ja recht, aber die Leute hier, sie verlangen ja gar nichts Besonderes. Wir wollen hier leben und arbeiten. Das ist alles. Können Sie das nicht verstehen? Nein. Das machen wir, leben wir, kann ich nicht verstehen. Mr. Naoki, Sie sind unsere letzte Chance. Wenn Sie jetzt gehen, war alles umsonst. Ich habe noch nie so etwas abgrundtief Stures erlebt. Andererseits, wer sich so einsetzt, ich glaube, wir werden ein gutes Team. Hast du mal darüber nachgedacht, wenn du zwei Väter hättest? Ne? Haben wir denn noch zwei Autos? Komm her.
Geh nach hinten, Sammy, wenn deine Mutter das sieht, fängt sie wieder an zu schimpfen. Mensch, Sammy, hilf mir doch! Sammy! Sammy! Du, ich fahre! Zieh doch die Bremse! Sammy! Die Bremse! Ich weiß doch nicht, wo die Bremse ist. Nee, Sammy! Wo ist denn die Bremse? Oh. Wo denn? Zieh das Ding in der Mitte, Sammy! Ich weiß auch nicht, wo die Bremse ist. Gott im Sammy! Himmel. Habt ihr gefunden, die Bremse? Schön. Nein, nein, Sie verstehen nicht. Die Züchter schaffe ich noch, nur die Anbahn der Kläranlage geht flöten. Ja, was soll ich denn machen? Schönen guten Tag. Zwei Erwachsene, zwei Rentner. 11 Euro. Ja, es tut mir auch wirklich schrecklich leid. Alles klar, bis morgen. Ach, Mutter! Ist er sauer? Wie Chefs halt so sind, wenn was schief geht. Wird das teuer? Das lohnt sich nicht mehr, wenn Sie wegschmeißen. Aber ich hätte da was für Sie. Kämen Sie billiger bei weg. Sind Sie sicher? Links, Ilona, links. Links. Wunderbar, und jetzt Handbremse. Dein Sohn ist Auto gefahren. Ja. Um Gottes Willen, ist denn was? Nein, nix ist. Er schläft. Hallo. Hallöchen. Die Handbremse. Ja, Handbremse. Mach ich doch. Ilona, lösen. Was? Lösen? Da bin ich. Hallo, Sascha. Danke, dass du so schnell gekommen bist. Klar doch. Und jetzt? Ja. Tschüss, Mutter. Na, was denn nun? Jetzt holen wir die anderen beiden ab. Kaffee Organisation, das muss ich schon sagen. Ihr Ersatzfahrzeug kann ich Ihnen auch gleich hier hinbringen, wenn Sie wollen. Ja, gerne. Okay, Leute, wir machen das wie jedes Jahr. Die Züchter stellen sich hier in Reihen auf. Kanickel in Brusthöhe. Und lachen. Okay. Moment, Moment. Geht das nicht ein bisschen flotter? Zusammen, wer zusammen? Hallo. Und? Ich wollte jetzt nicht wieder so ein Blended-Bild wie letztes Jahr. Ach Mensch, Inge, du weißt, ich kann das nicht entscheiden. Also, lachen. Einmal noch. Kaninchen höher. Wunderbar. Okay, danke. So, liebe Freunde. Bevor wir jetzt zur Preisverleihung schreiten, möchte ich wie jedes Jahr an dieser Stelle zuallererst einmal... Sammy! Sammy, Schatz. Sammy, wir gehen. Aber meine Seele ist doch noch gar nicht zurückgekommen. Wer? Meine Seele. Was genau habe ich jetzt nicht mitbekommen? Die Mutter deines Sohnes sucht plötzlich Abenteuer in dem Alter. Was? Dein Bruder möchte das ganze Dorf retten, am liebsten auf die ganze Welt. In dem Alter. Ist doch lächerlich. Kannst du mir das erklären? Kannst du mir Frauen erklären? Sag mal, ist irgendwas mit dir und... Wie kommst du denn darauf? Also, Diana. Sind wir mal ehrlich? Mit dem Mund ist unser Problem. Das kann uns bald alle treffen. Wir sollen alle nicht aus Liskraft raus, richtig? Ja. Hallo, Moni. Hallo. 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 Also, die Situation spitzt sich zu. Es wird alles schlimmer. Wir müssen was tun, bald. Vorschläge? Ja, wir könnten Marmelade und Honig übers Internet verkaufen. Topflappen und Häkeldeckchen, Kastanientiere. Mensch, wer kauft denn sowas? Ja. Ja, also was sich immer gut verkauft, ist Erotik. Bitte? Erotik. Wie kommst du denn darauf? Naja, ich... Elona verkauft Sexfilmchen. Was? Unterm Ladentisch. Ja, jedenfalls laufen die wie geschnitten Brot. Ohne die hätte ich meinen Laden schon längst dicht machen können. Pfui, schäm dich. Wozu sind wir denn hier, um Moral zu predigen oder um Geld zu verdienen? Hm? Na, ich hätte kein Problem damit. Sex ist doch was Schönes, oder nicht? Ja, lange Zehe. Also ich finde schon. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht. Na, das kann ich mir vorstellen. Wisst ihr was? Ich habe auch eine Idee. Vielleicht ist sie auch völlig blödsinnig. Na, du sag schon. Elena und ich, wir saßen zusammen, wir hatten ein paar Gläser Rotwein. Sie hatte da dieses Massagekissen und da war ein Stab und... Moni, jetzt reicht's! Moment.
Mit meintest du doch, oder? Ese. Oh. Na dann. Das Topmodell der Plötzwerke. Ja, seit 40 Jahren. Ja. Die Dinger hier sind totaler Mist. Die haben sich Männer ausgedacht. Gisela hat recht. Ich habe recherchiert. Die Dinge verkaufen sich zwar hervorragend, aber im Internet sind die Frauen nur am Motzen. Naja, mal eben von Männern gemacht. Plötz muss schließen, weil seine Rasierer technisch veraltet sind. Diese Dinger hier sind technisch simpel. Das Problem hier ist also nicht die Technik, sondern die Funktion. Naja, und da kennen wir uns ja bestens aus, oder? Also ehrlich gesagt, habe ich sowas noch nie ausprobiert. Tja. Also nur mal so gedacht. Was wäre, wenn wir diese Dinger herstellen lassen? Bei Plötz. Von Frauen. So ein schöner Platz hier. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Ausflüge genieße. Sammy, packst du schon mal die Sachen zusammen? Sammy, wir kommen hier wieder. So, geh nach hinten, Sammy, wenn deine Mutter das sieht, fängt sie wieder an zu schimpfen. Mensch, Sammy, hilf mir doch! Sammy! Du, ich fahre! Zieh doch die Bremse! Sammy! Die Bremse! Ich weiß doch nicht, wo die Bremse ist. Nee, Sammy! Die Handbremse, Sammy! Wo ist denn die Bremse? Oh. Wo denn? Zieh das Ding in der Mitte! Ich weiß nicht, wo die Bremse ist. Gott im Himmel. Habt ihr gefunden, die Bremse? Schön. Nein, nein, Sie verstehen nicht. Die Züchter schaffe ich noch, nur die Einbahn der Kläranlage geht flöten. Ja, was soll ich denn machen? Schönen guten Tag. Ist mein Erwachsener zwei Rentner? Ja, es tut mir auch wirklich schrecklich leid. Alles klar, bis morgen. Ach, Mutter! Ist er sauer? Wie Chefs halt so sind, wenn was schief geht. Wird das teuer? Das lohnt sich nicht mehr, wenn Sie wegschmeißen. Aber ich hätte da was für Sie. Geben Sie billiger bei weg. Sind Sie sicher? Links, Ilona, links. Links. Wunderbar, und jetzt Handbremse. Dein Sohn ist Auto gefahren. Ja. Um Gottes Willen, ist denn was? Nein, nix ist. Er schläft. Hallo. Hallöchen. Die Handbremse. Ja, Handbremse. Mach ich doch. Ilona, lösen. Was? Lösen. Da bin ich. Hallo, Sascha. Danke, dass du so schnell gekommen bist. Kleiner. Schick. Danke. Berlin? Bewerbung? Ja. Ja. Dann viel Glück. Danke. Manfred, was macht denn die Sache mit Plötz? Warum fragst du? Es interessiert dich doch überhaupt nicht. Natürlich interessiert mich das. Es wird was passieren, mehr kann ich dir nicht sagen. Und du? Wie geht's dir? Jetzt fang überhaupt nicht erst an, hier einen auf gute Freunde zu machen, ja? Du gehst, ich bleib hier. Was soll ich dazu sagen? Aber noch ist doch nichts entschieden. Was wird dich, dass man
Thank you. Mr. Naoki, how can I say? It's a little Missverständnis. We do not make Matchsticks now. Wir stellen diese Matches, diese Dinge noch nicht her. Ich weiß, das hat Ihre Sekretärin Bryce erwähnt. Ja. Bitte, fangen Sie an. Yes. Unsere Matchsticks sind von Frauen gemacht, deswegen auch der Unterschied. Nein, Entschuldigung. Deswegen auch der Unterschied. Wir haben hier einige, wie Sie sehen, in einen Massagestab zu verwandeln. Hier nochmal, dann auch noch mal ansehen. Die Wandlung. Vom Motor, der Funktion. Wir haben die Maschinen. Aber jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Ich bin nicht fertig. Herr Naoki, ich bin nicht fertig. Wir haben wirklich gearbeitet. Plötz. Der Rasierer. Das ist nur ein... Ich weiß nicht, wie man das jetzt so nennen würde. Aber nur fürs Beispiel. Na? Ich danke Ihnen. Einen Moment. Ja. Mir nie erzählt. Wie viel ist nicht erzählt? Ach, tut mir leid, Mutter, aber das hier ist was anderes. Ich habe richtig Mist gemacht. Wo willst du denn jetzt hin? Packen! Ich muss nach Berlin, brauche einen Job. Oh Gott, diese Kinder. Hey! Was machen Sie da? Na was wollt ihr, Blödkopf? Sie waren Sie nicht! Hören Sie sofort damit auf! Was soll das? Hat Ihnen das erlaubt, hä? Hören Sie das sofort wieder auf! Einfach! Hey, ruhiger! Moni? Moni! Das ist nicht in Ordnung, was du da machst! Ganz und gar nicht in Ordnung! Hier, was du Ilona antust, davon will ich erst gar nicht reden, wobei es eine Schande ist. Rüdiger, es tut mir leid. Komm bitte zur Sache. Du hast mich und meine Fahrschule lächerlich gemacht. Ich sag's dir doch bereits, es tut mir leid. Na toll, das hilft mir unheimlich, unheimlich. Aber wunder dich nicht, wenn die Schecks für Sally demnächst wegbleiben. Und das hast du ja selbst zuzuschreiben. Hast du Rüdiger wehgetan? Ja. Und Tante Ilona auch. Aber es war nicht mit Absicht. Na, dann machen wir das wieder gut. Soll ich dir helfen? Ja. Hä? Was hat sie gemacht? Das Ding hängt überall. Die ganze Welt macht sich lustig. Na dann, die Wessis mal wieder schön was zu lachen. Aber dass Moni sich für sowas hergibt. Das hat sie doch nicht mit Absicht gemacht. Niemals. Jedenfalls ist sie am Packen. Was? Am Packen. Willig, ich darf mein Auto nicht hier. Kannst du schnell zu Moni fahren? Was? Na jetzt, schnell, sofort. Wieso? Ich hab dich voll im Haupteingang. Was hast du denn? Ach, Dussel. Sie trinken doch sicher lieber Tee. Ah, Schwarz und ohne Zucker. Danke. Also, wie stehen die Dinger? Auf gut Deutsch gesagt, beschissen. Moni. Aber ist doch wahr, Mutter. Verzeihen Sie mir. Entschuldige. Aber irgendwie habe ich das geahnt. Deswegen bin ich hier. Hören Sie, es ist sehr nett von Ihnen, dass Sie gekommen sind, aber das macht wenig Sinn. Bitte erlauben Sie mir... Was soll denn das jetzt heißen? Tu doch nicht so. Du weißt genau, was wir meinen. Da ist nie etwas gewesen. Wie auch immer, wir müssen etwas tun. Und bei Plötz fangen wir an. Quetsch ihn aus. Aber so richtig.
Das Bild von Ilona willst du doch nicht in die Zeitung bringen. Ach Quatsch, Mutter. Das sind Arbeitsproben, dafür gibt's kein Geld. Das mache ich nur, damit sie mich nicht vergessen. Na hoppla. Guck nicht so. Ich gehe aus. Oh. Sascha holt mich gleich ab. Na dann, viel Spaß. Ach, nicht was du denkst. So eine Art Mission. Mission? Hm. Okay. Dann Hals und Beinbruch. Tschüss. Oh, du hast es nicht verlernt, Peter. Naja, man kommt ein bisschen aus der Übung. Naja. Männer, die kochen können, haben mich schon immer fasziniert. Du warst auch nicht verlernt, Ilse. Mit dir zu flirten war schon immer ein Abenteuer. Na, man kommt ein bisschen aus der Übung. Na dann. Guten Appetit. Guten Appetit. Weißt du, Ilse, ich habe oft überlegt, warum das zwischen uns nichts geworden ist damals. Na, du hast dich doch anders entschieden. Ich? Ich habe gar nichts entschieden. Du hast doch damals was mit diesem Rumtreiber angefangen. Das hätte ich dann tun sollen. Doch nur, weil du mit dieser vornehmen Tochter was angefangen hast. Ich war dir ja nicht gut genug. Aber das war doch nur, weil ich... Weil du was? Ich wollte, ich weiß, es klingt jetzt lächerlich, aber ich wollte dich damals einfach eifersüchtig machen. Eifersüchtig? Na wunderbar. Ja, und was tust du? Statt zurückzukommen, mir eine Szene zu machen, heiratest du diesen dahergelaufenen, diesen... Was gibt's denn da zu lachen? Na, soll ich dir mal sagen, warum ich den geheiratet? Weil du mich eifersüchtig... Und? Sie essen? Und sonst nichts? Was hast du erwartet, wilden Sex auf dem Wohnzimmertisch? Och. Och, das ist ja richtig romantisch. Sag mal, glaubst du mir? Was denn? Na, dass da nie was gewesen ist? Was nicht ist, kann ja noch werden. Licht aus! Mensch, Sascha! Entschuldigung. Ruhe. Wenn ich dran denke, was alles hätte anders werden können damals. Du hast gesagt. Wirklich? Nein, das geht nicht. Das darf ja nicht was. Diese Frau hat gerade versucht, mich zu töten. Nein, Hanoki, wir müssen zurück. Nein, nicht noch einmal. Doch, wir können die Männer überzeugen. Ja. Moni, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Aber ich weiß, wann eine Sache vorbei ist. Nichts ist vorbei. Das ist absolut aussichtslos. Außerdem seid ihr gefährlich. Gar nichts ist aussichtslos. Moni, Sie müssen noch einiges lernen. Zum Beispiel. Elena, er gehört zu den Guten. Dann wird er mir verteilen. Jetzt kommt schon, die Zeit rennt. Schnell, Rüdiger, hilf doch bitte. Rüdiger, verdammt nochmal! Nein. Ah, ihr seid euch also zu schade, etwas anderes als Rasierer zu bauen. Lieber keinen Job, ja? Ihr solltet euch jetzt mal da raushalten. Was soll das? Das regeln wir alleine hier. Wir sollen also zusehen, wie das ganze Dorf im Winde verweht. Nur weil euer kleines, kariertes Gehirn Schiss hat. Vor eine kleine, harmlose Spielzeug. Jana, wo hast du das denn her? Tu das weg. Tja, so schnell wird man heute durch eine Maschine ersetzt. Vicky, nee, ne? Hey, Uli! Seid ihr jetzt alle völlig durchgeknallt? Ich glaub's ja nicht! Lass dich ja nicht zu Hause blicken! Das gibt's doch gar nicht! Schämt dich, Wally! Schämt ihr euch eigentlich nicht? Natürlich nicht! Und sag mal, glaubst du im Ernst, dass der alte Plötz bei so einer Schweinerei mitmacht? Ich werde ihn eben überzeugen. Da könnt ihr lange warten. Nicht nötig. So wie der Motor da drin ist, hält er nicht lange. Ah, das Gehäuse ist aber noch verbesserungswürdig. Geschwindigkeitssteuerung über Drehwiderstand. Hier. Wir müssen einfach bloß den Drehwinkel fallen lassen. Sieh dir das mal an, das können wir aber besser. Bitte schmeiß das Ding endlich weg. Also das eine oder andere können wir an eurem Spielzeug noch verbessern. Das kriegen wir hin. Los, komm rein! Ja, komm! Na, kommt schon! Das Ding
kannst du draußen lassen. Ja, die lassen jetzt zukommen. Da kommt kein Wind. Rumiana! Mit nach Hause. Super! Ah! Rumiana, wir haben ihn erwischt. Wo ist denn der glückliche Konrad? Nein. Hallo, Uki. Hallo. Es tut mir schrecklich leid, es war nicht meine Absicht. Hallo? Polizei! Das war meine Schuld, ich wollte nur nicht, dass Sie... Machen Sie es nicht noch schlimmer. Na, okay. Lassen Sie mich gehen! Warten Sie einen kleinen Augenblick, ja? Wir haben Mist gebaut. Wir haben uns immer wieder selbst ein Bein gestellt. Das haben wir so an uns. Aber schließlich geht es hier um unser Überleben, verstehen Sie? Das gibt Ihnen noch lange nicht das Recht, mich niederzuschlagen. Ich weiß, Sie haben ja recht, aber die Leute... In unserem Dorf, weißt du das eigentlich? Trotz Enteignung und Wende, du hast nie aufgegeben. Kannst du dir vorstellen, was für Kraft es gekostet hat, im eigenen Betrieb nicht mehr das Sagen zu haben? Zuzusehen, wie die Herren Planwirtschaftler alles kaputt machen. Nach der Wende, ja, da hatte ich noch Kraft, wieder von vorne anzufangen. Aber nochmal, nein. Trotzdem, ist es nicht deine Art, einfach alles hinzuschmeißen? Ich kann nicht mehr. Und was soll dieser Molin mit dem Werk machen? Ja, modernisieren. Modernisieren. So wird der Betrieb wenigstens nicht ganz untergehen. Modernisieren, das heißt Leute entlassen. Also ein bisschen ist das auch deine Schuld. Wir hätten vielleicht Kinder gehabt, die sich jetzt um den Betrieb kümmern. Aber du alter Dickkopf, du wolltest ja nicht. Mein Peter, du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Das kriegen wir auf die Schnelle nicht mehr hin. Und das wollen die Leute wirklich sehen? Wie verrückt. Du, ich habe mir überlegt, ein Videowäschetaxi einzurichten. Die Leute bestellen über Internet und ich liefere über die Dörfer aus. Diskret und zuverlässig. Dafür brauchst du also den Führerschein. Danke, dass du mich daran erinnerst. Aber du hast doch den Führerschein. Kannst ja mit einsteigen. Das reicht dicke für zwei. Ich soll mit Sexfilmen über die Dörfer fahren? Ist das dein Ernst? Denk doch mal nach. Ist doch nicht so schlimm. Da fotografiere ich ja lieber Karnickel. Ich muss los. Ich muss morgen früh raus. Dann eben nicht. Werde ich eben alleine reich. Schon wieder? Wie lange sitzt du denn schon hier? Ach, nur eine halbe Stunde. So ein Mist auch. Das verdammte Ding. Morgen rufe ich den Monteur, das verspreche ich dir. Diesmal wirklich. Wozu denn Monteur? Mir geht's doch hier prima. Stell mir einen Fernseher in den Flur und bring mir eine Käsestulle. Mehr will ich auf meine alten Damen gar nicht verlangen. Sag das nicht. Okay. Also... Lächeln! Sally, hör auf! Ich hab dir tausendmal gesagt, du sollst die Kamera nicht anfassen. Hab ich dir das gesagt? Ich danke Ihnen. Einen Moment. Ja. Anzug kann ich so. Das heißt mal satt. Na, Hauptsache, sieh uns lustig. Sie Zwerg. Thank you.
Mami, erzähl. Ich frage dir. Ja, und was war? Na los. Die haben gelacht. Oh. Ja, die haben mich ausgelacht. Was? Ach, das war der erste Versuch. Es wäre doch ein Wunder, wenn es geklappt hätte. Alles vorbei. Dachte ich. Aber dann haben sie gesagt, wenn wir das schaffen, was wir vorhaben, steigen sie ein mit allem, was sie haben! Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, gewisse Ereignisse haben den Vorstand bewogen, dieses Jahr einmal etwas ganz Neues auszuprobieren. Ja. Gut, wenn Sie unbedingt wollen. Aber machen Sie sich wenig Hoffnungen. Sie kennen das Dorf nicht. Es wird mir eine große Freude sein, es kennenzulernen. Meine Sekretärin hat mir ein Zimmer im Hotel. Gibt es ein Hotel Kempinski? Kempinski. Maxe. Max? Maxe Kempinski, ja. Er hat 20 Kühe im Stall und zwei Fremdenzimmer drüber. Und wenn Sie mich fragen, wer besser wohnt, könnte ich es Ihnen nicht sagen. Aber wenn Sie wollen, bringe ich Sie hin. Manfred, du sagst mir jetzt sofort die Wahrheit. Hast du was mit Moni, ja oder nein? Nein, natürlich nicht. Aber du willst auch nichts von ihr. Ist das so, oder? Doch, verdammt nochmal. Und wenn du es genau wissen willst, ich liebe sie, seit ich denken kann. Ist das gut? Können wir vielleicht fahren? Aber sie ist doch... Sie war... Moment mal. Moni... Ich denke, das mit dir, Moni, ist längst vorbei. Na und? Wir hatten auch schöne Zeiten. Rüdiger, es tut mir leid. Aber ich dachte wirklich, dass das mit dir und Moni längst aus ist. Ist es auch, aber... Sie kann doch nicht einfach mit jemand anderem was anfangen. Dann noch mit meinem Bruder. Wann verdammt nochmal, nimmt endlich mal jemand Rücksicht auf mich? Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ein Hotel dieser Art gibt es hier nicht. Ich gehe dahin. Moni, hau einfach ab hier! Nein, ich hab mich schon gekriegt! Sie haben nicht übertrieben. Das tut mir leid. Schon gut, schon gut. Mir ist ja nichts passiert. Aber Moni, warum weinen Sie denn? Jetzt will ich dich gleich auf die Nase hauen müssen. Du hast doch angefangen. Geht mir auf jeden Fall besser. Weißt du, ich habe meine Aggression viel zu lange unterdrückt. Ach, toll, du machst mich richtig glücklich, weißt Mann, du? Mann, das mit Moni und mir, das war der größte Irrtum des Jahrhunderts. Eigentlich war es nur eine einzige Nacht. Was? Ja, und als dann Sammy kam, da dachten wir, es ging so weiter. Aber es ging nicht so, gar nicht. Es ist, sie ist halt ein Dickkopf. Aber dafür liebt man sie auch. Wenn ich es genau betrachte, wäre das gar nicht mal so schlecht mit dir und Moni. Was redest du da? Na klar, du bist mein Nachfolger. Diana. Sind wir mal ehrlich. Mit dem Moni den Job. Das kann uns bald alle treffen. Wir sollen alle nicht aus Liskraft raus, richtig? Ja. Hallo, Moni. Hallo. Hallo. Hey, Moni. Hallo. Hallo. Also, die Situation spitzt sich zu. Es wird alles schlimmer. Wir müssen was tun, bald. Vorschläge? Ja, wir könnten Marmelade und Honig übers Internet verkaufen. Topflappen und Häkeldeckchen, Kastanientiere. Mensch, wer kauft denn sowas? Ja. Ja, also was sich immer gut verkauft, ist Erotik. Bitte? Erotik. Wie kommst du denn darauf? Naja, ich... Elena verkauft Sexfilmchen. Was? Unterm Ladentisch. Ja, jedenfalls laufen die wie geschnitten Brot. Ohne die hätte ich meinen Laden schon längst dicht machen können. Pfui, schäm dich.
Wozu sind wir denn hier? Um Moral zu predigen oder um Geld zu verdienen? Hm? Na, ich hätte kein Problem damit. Sex ist doch was Schönes, oder nicht? Ja, lange Zehe. Also ich finde schon. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht. Na, das kann ich mir vorstellen. Wisst ihr was? Ich habe auch eine Idee. Vielleicht ist sie auch völlig blödsinnig. Na, du sag schon. Elena und ich, wir saßen zusammen, wir hatten ein paar Gläser Rotwein. Sie hatte da dieses Massagekissen und da war ein Stab und... Moni, jetzt reicht's! Moment. Mutter! Mit, meintest du doch, oder? Ese! Oh. Na dann. Das Topmodell der Plötzwerke. Ja, seit 40 Jahren. Ja. Die Dinger hier sind totaler Mist. Die haben sich Männer ausgedacht. Gisela hat recht. Ich habe recherchiert. Die Dinge verkaufen sich zwar hervorragend, aber im Internet sind die Frauen nur am Motzen. Naja, mal eben von Männern gemacht. Plötz muss schließen, weil seine Rasierer technisch veraltet sind. Diese Dinger hier sind technisch simpel. Das Problem hier ist also nicht die Technik, sondern die Funktion. Naja, und da kennen wir uns ja bestens aus, oder? Also ehrlich gesagt, habe ich sowas noch nie ausprobiert. Oh. Tja. Also nur mal so gedacht. Was wäre, wenn wir diese Dinger herstellen lassen? Bei Plötz. Von Frauen für Frauen. Hervorragende Idee. Abstimmen, wer ist dafür? Martha. Martha! Oh, das glaube ich einfach nicht. Was machen wir da? Wir nehmen die Dinge in die Hand. Was sonst? Grüß dich, Manfred. Schlimmer als wir. Wenn ich nicht verkaufe, ist der Laden in 2 Wochen dicht. Und ihr steht alle auf der Straße. Hey. Wo ist unser Betriebsrat? Manfred, sag was dazu. Herr Plötz, wir haben immer wieder Vorschläge gemacht, wie wir den Karren hier aus dem Dreck ziehen können. Wir haben Lohnverzicht angeboten. Fritz hier. Fritz hat ganze Schubladen voll mit neuen Ideen. Manfred, du weißt genau, dass kein Geld da war. Herr Plötz, jeder hier im Raum hat irgendjemand in der Familie, der schon für ihren Vater gearbeitet hat. Für ihren Großvater. Unser ganzes Dorf, ganz Lüßgraf, lebt von ihrem Werk, Herr Plötz. Und ihr Werk, mit Verlaub, von unserem Dorf. Ja, ich weiß. Es ist mir auch klar, dass sich heutzutage kein Mensch mehr für so sentimentalen Quatsch interessiert. Irgendwann muss Schluss sein. Wir glauben Ihnen auch, dass Sie diesem Franzosen da vertrauen, aber wir tun es nicht. Wir werden den Verkauf dieses Werkes verhindern, und zwar mit allen Mitteln. Richtig, ja. Uniform? Hallo, Ilona. Sag mal, Ilona, bist du mit Romiana befreundet, ne? Ja. Dann erklär mir mal, warum sie mir und meinen Tieren sowas antut. Komm, Karl, lass gut sein. Hier, die Schutzbrille nicht vergessen, danke. Ne? Danke. Sie hat ihn rausgeschmissen. Endlich! Das trifft sich bestens. Mich haben sie auch gefeuert. Jahrelang ist alles in Ordnung, aber plötzlich zack, ist man der Dame nicht mehr gut. Hey, perfekt! Jetzt kannst du die Filme ausliefern. Sogar als Vollzeitkraft. Ilona, das nervt. Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Ilona! Ja, ich komme! Eine Sonnenbank spielen. Wenn die Indianer sehr schnell lange Strecken geritten sind, dann haben sie sich am Ziel auf die Erde gelegt und gewartet, bis ihre Seele nachgekommen ist. Das hilft vor allem nach langen Autobahnfahrten. Plötz will verkaufen. Ich bin gefeuert. Wie bitte? Plötz will verkaufen. Ich bin gefeuert, Rüdiger! Entschuldigt, und jetzt? Ich brauche dein Megafon. Ich gehe nach Berlin. Na klar. Sie verdrücken es natürlich am einfachsten, ne? Das muss ich mir nicht anhören. Sammy! Sammy, Schatz! Sammy, wir gehen. Aber meine Seele ist doch noch gar nicht zurückgekommen. Wer? Meine Seele. Was genau habe ich jetzt nicht mitbekommen? Die Mutter deines Sohnes sucht plötzlich Abenteuer in dem Alter. Was? Dein Bruder möchte das ganze Dorf retten, am liebsten auch die ganze Welt! In dem Alter. Doch lächerlich.
Kannst du mir das erklären? Kannst du mir Frauen erklären? Sag mal, ist irgendwas mit dir und... Wie kommst du denn darauf? Aber irgendwie habe ich das geahnt. Deswegen bin ich hier. Hören Sie, es ist sehr nett von Ihnen, dass Sie gekommen sind, aber das macht wenig Sinn. Bitte erlauben Sie mir, Ihnen meine Hilfe anzubieten. Es wäre mir eine große Ehre. Na gut, wenn Sie unbedingt wollen. Aber machen Sie sich wenig Hoffnungen. Sie kennen das Dorf nicht. Es wird mir eine große Freude sein, es kennenzulernen. Meine Sekretärin hat mir ein Zimmer im Hotel. Gibt es ein Hotel Kempinski? Kempinski. Maxe. Max? Kempinski. Maxe Kempinski, ja. Er hat 20 Kühe im Stall und zwei Fremdenzimmer drüber. Und wenn Sie mich fragen, wer besser wohnt, könnte ich es Ihnen nicht sagen. Aber wenn Sie wollen, bringe ich Sie hin. Manfred, du sagst mir jetzt sofort die Wahrheit. Hast du was mit Moni, ja oder nein? Nein, natürlich nicht. Aber du willst auch nichts von ihr. Ist das so, oder? Doch, verdammt nochmal. Und wenn du es genau wissen willst, ich liebe sie, seit ich denken kann. Ist das gut? Können wir vielleicht fahren? Aber sie ist doch... Sie war... Moment mal. Moni... Ich denke, das mit dir, Moni, ist längst vorbei. Na und? Wir hatten auch schöne Zeiten. Rüdiger, es tut mir leid. Aber ich dachte wirklich, dass das mit dir und Moni längst aus ist. Ist es auch, aber... Ich kann doch nicht einfach mit jemand anderem was anfangen. Dann noch mit meinem Bruder. Wann verdammt nochmal, nimmt endlich mal jemand Rücksicht auf mich? Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ein Hotel dieser Art gibt es hier nicht. Ich gehe da hinten. Moni, hau einfach ab hier! Nein, das macht schon nicht. Sie haben nicht übertrieben. Das tut mir leid. Schon gut, schon gut. Mir ist ja nichts passiert. Aber Moni, warum weinen Sie denn? Jetzt will ich dich gleich auf die Nase hauen müssen. Du hast doch angefangen. Geht mir auf jeden Fall besser. Weißt du, ich habe meine Aggression viel zu lange unter... Habt ihr gefunden, die Bremse? Schön. Nein, nein, Sie verstehen nicht. Die Züchter schaffe ich noch, nur die Einwanderungsanlage geht flöten. Ja, was soll ich denn machen? Schönen guten Tag. Zwei Erwachsene, zwei Rentner. 11 Euro. Ja, es tut mir auch wirklich schrecklich leid. Alles klar, bis morgen. Ach, Mutter! Ist er sauer? Wie Chefs halt so sind, wenn was schief geht. Wird das teuer? Das lohnt sich nicht mehr, wenn Sie wegschmeißen. Aber ich hätte da was für Sie. Kämen Sie billiger bei weg. Sind Sie sicher? Links, Ilona, links. Links. Wunderbar, und jetzt Handbremse. Dein Sohn ist Auto gefahren. Ja. Um Gottes Willen, ist irgendwas? Nein, nix ist. Er schläft. Hallo. Hallöchen. Die Handbremse. Ja, Handbremse. Mach ich doch. Ilona, lösen. Was? Lösen. Da bin ich. Hallo, Sascha. Danke, dass du so schnell gekommen bist. Klar doch. Und jetzt? Ja. Tschüss, Mutter. Na, was denn nun? Jetzt holen wir die anderen beiden ab. Ah. Kraft für Organisation, das muss ich schon sagen. Ihr Ersatzfahrzeug kann ich Ihnen auch gleich hier hinbringen, wenn Sie wollen. Ja, gerne.
Leute, wir machen das wie jedes Jahr. Die Züchter stellen sich hier in Reihen auf. Kanickel in Brusthöhe. Und lachen. Okay. Moment, Moment. Geht das nicht ein bisschen flotter? Zusammen, wer zusammen? Hallo. Und? Ich wollte jetzt nicht wieder so ein blendet Bild wie letztes Jahr. Ach Mensch, Inge, du weißt, ich kann das nicht entscheiden. Also, lachen. Einmal noch. Kaninchen höher. Wunderbar. Okay, danke. So, liebe Freunde. Bevor wir jetzt zur Preisverleihung schreiten, möchte ich wie jedes Jahr an dieser Stelle zuallererst einmal unserem Sponsor, dem Besitzer der Plötz Rasiererwerke, im Namen aller Anwesenden hier ganz herzlich danken. Obwohl ja leider zu befürchten ist, dass es dieses Engagement in Zukunft vielleicht nicht mehr geben wird. Und deshalb möchte ich auch an dieser Stelle noch einmal an Sie, unseren Freund und Arbeitgeber, appellieren. Schulzellen, Manfred, das gehört dir nicht her. Doch, weil wenn wir nichts tun, sind wir bald alle auf der Straße. Erich. Karl, was ist denn los? Ihr miesen Schweine. Was ist denn mit Erich passiert? Mein Erich. Guck mal. Was ist das? Das ist unser Plan, lieber Peter. Plan? Für was? Einfache Technik, große Wirkung. Solltest du bauen, verkauft sich hervorragend. Also du wirst ernsthaft vorschlagen, ich soll das da produzieren? Genau das will ich vorschlagen. Ilse, bitte, verlass sofort mein Haus, ja? Sascha, wir rollen ab. Tut mir leid. Ich bin vielleicht ein Idiot, aber es war keine Absicht dahinter. Ich würde dich doch gar nicht aushalten, du Mist. Alles wird wieder gut. Also, ich habe eigentlich nichts dagegen, berühmt zu werden. Aber es, ja, ich habe es mir halt ein bisschen vorteilhafter vorgestellt. Was soll's. Ruhm ist halt ähnlich. Zum Glück. Du bist also nicht mehr sauer? Vergiss nur vorbei. Okay. Außerdem muss es ja irgendwie weitergehen. Ich muss los. Okay. Na denn? Dieses kleine Gerät, liebe Freunde und Kollegen, ist der Garant für unsere Zukunft in Lüsterland. Nestbeschmutzer. Das waren die harmlosesten Sachen, die ich mir anhören musste. Naja, ich würde ein Unternehmen von Weltruf in den Dreck ziehen, hat Fritz gesagt. Als Betriebsrat jedenfalls bin ich weg vom Fenster. Es tut mir leid, dass ich dich da reingezogen habe. Trotzdem danke. Das war's dann wohl. Ja. Das war's dann wohl. Ist bisschen knapp, ich weiß. Na, morgen früh schon, ich weiß. Hm. Also gut, meine Damen. Ich finde es ehrenhaft, dass ihr euch Gedanken über meine Zukunft macht. Über unsere Zukunft, hm? Von mir aus auch das. Aber bei aller Liebe, ihr seht doch, was dabei rauskommt, wenn hier jeder seine Pläne hat. Ich führe die Firma seit 37 Jahren. Hm, treu bis in den Ruin. Also manchmal wünschst du, du könntest dein loses Maul halten. Wieso denn? Na, also. Sie hat doch recht. Wenn ihr mich fragt, die muss nur wieder mal richtig die Zündkerzen putzen. So ein Quatsch. Habt ihr nicht gehört, wie die gejapst hat? Der Luftfilter ist dicht. Hier und Technik ist richtiger Kolbenfresser. Da läuft unten Öl aus. War doch klar, dass die Männer uns nicht ernst nehmen. Wir müssen auf die Frauen setzen. Stimmt. Hast recht. Ich liebe deinen Optimismus. So schnell lassen wir uns nicht unterkriegen.
Kennt ihr schon den? Treffen sich ein Vibrator und eine Banane? Oh. Sagt die Banane. Warum zitterst du denn so? Ich werde doch schließlich gegessen. Dein Foto? Ich habe keine Ahnung, wie das da hingehört. Wo hängt das überall? Bundesweit, ganz sicher. Na, Prost, Mahlzeit. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Plakat. Du blöder Fotografenkuh! Mensch, meine Moni, schöne Scheiße. Ich kann mir nun wirklich nicht vorstellen, dass sie das dürfen. Ja, ja, bla, bla. Sie hören doch von mir. Mist! Die können so einfach... Ja, ich dachte auch, dass Sie mich vorher fragen müssen. Müssen Sie nicht. Ich habe mir was umgeschrieben und bestand es angeblich im Kleingedruckten. Diese Schweine! Und für so einen Laden... Ach, Quatsch, Mutter, will ich doch gar nicht mehr. Ah. Kein Job in Lösgraf, kein Job in Berlin. Wir haben immer noch die Massagestäbchen. Ach, Quatsch. Das war doch von Anfang an eine Schnapsidee. Außerdem, was glaubst du, wer hier im Dorf noch mit mir was zu tun haben will? Damals, als ich mit dir schwanger war, hätten sie mich auch fast aus dem Dorf gejagt. Was? Nur weil ich den großen Plötz, den Helden von Lüßgraf, für einen dahergelaufenen Taugenichts versetzt habe. Das hast du mir nie erzählt. Dir viel ist nicht erzählt. Ach, tut mir leid, Mutter, aber das hier ist was anderes. Ich habe richtig Mist gemacht. Wo willst du denn jetzt hin? Berlin, brauch einen Job. Oh Gott, diese Kinder. Weißt du, Moni, wie soll ich sagen? Solange du mit meinem Bruder zusammen warst, war das Ganze ja aussichtslos. Aber dann, ich hab's aber nicht mehr ausgehalten. Es kam einfach so raus. So lange schon? Ich hab das Gefühl, ich müsste noch mal was ändern. Grundsätzlich, weißt du? Auch wegen Sammy. Ich möchte ihm ein bisschen was bieten. Und da bin ich der Falsche, oder was? Nein. Aber Lüßgraf ist vielleicht das Falsche. Was ist denn an Lüßgraf plötzlich so schlecht? Ach komm. Alles ist so festgefahren. Es gibt keine Überraschungen mehr. Mit Überraschungen kann ich nicht dienen. Außer vielleicht, dass ich demnächst meinen Job verliere. Aber das ist vermutlich nicht die Art von Überraschung, von der du sprichst. Dann ist also doch was wahr an dem Gerücht. Plötzlich hat mich gebeten, es noch für mich zu behalten, aber es ist wohl schlimmer, als wir alle dachten. Scheiße. Scheiße. Ja, und wie geht's weiter? Keine Ahnung. Auf uns wollte er ja nie hören. Ich denke ernsthaft, ob ich von hier weggehe. Na, großartig. Du wirst doch nicht die Einzige sein. Ich will gleich das ganze Dorf dicht machen. Manfred! Rüdiger, hör mal, ich habe ein Riesenproblem. Ich brauche jetzt deine Hilfe.
Rüdiger? Stopp! Das war ein Stoppschild. Los, jetzt zurück. Dann bringst du mich noch um mit deiner Hektik. Das vorne. Danke. Schau dich doch wenigstens mal an. Morgen, Herr Platz. Guten Morgen. Haben Sie einen Moment Zeit? Ja, also eigentlich habe ich jetzt einen Termin. Geht ganz schnell. Herr Platz, es gehen Gerüchte um. Hier im Werk gibt's Probleme. Komm, gehen wir ein paar Schritte. Also ist was dran? Moni, du weißt doch genau, was man von Gerüchten in diesem Dorf zu halten hat. Herr Blötz, ein Hubschrauber über dem Berg, der erste der Geschichte. Und wenn ich mich hier so umsehe, hier hat doch wirklich keiner was zu tun. Also zähle ich eins und eins zusammen. Es wäre wenig vorteilhaft, wenn du derartige Gerüchte im Moment veröffentlichen würdest. Aber dann sagen Sie mir doch wenigstens offen und ehrlich. Tut mir leid, ich muss weg. Also wenn du noch Fragen hast, ruf mich einfach an, ja? Herr Blötz! Sie können mir doch... Grüß mir bitte deine Mutter. Ah, Manfred. Könnte ich dich einen Moment sprechen? Ist gerade nicht so günstig. Mach schon. Also gut, komm ich hoch. Danke. Tut mir leid. Ach, Quatsch, muss dir nicht. Es muss dir nicht leid tun. Es ist nur. Es kam so plötzlich. Weißt du, Moni, wie soll ich sagen? Solange du mit meinem Bruder zusammen warst, war das Ganze ja aussichtslos. Aber dann, ich hab's aber nicht mehr ausgehalten. Es kam einfach so raus. So lange schon? Ich habe das Gefühl, ich müsste noch mal was ändern. Grundsätzlich, weißt du. Auch wegen Sammy. Ich möchte ihm ein bisschen was bieten. Und da bin ich der Falsche, oder was? Nein. Aber Lüskraft ist vielleicht das Falsche. Was ist denn an Lüskraft plötzlich so schlecht? Ach komm. Alles ist so festgefahren. Es gibt keine Überraschungen mehr. Mit Überraschungen kann ich nicht dienen. Außer vielleicht, dass ich demnächst meinen Job verliere, aber das ist... vermutlich nicht die Art von Überraschung, von der du sprichst. Dann ist also doch was war an dem Gerücht. Plötzlich hat mich gebeten, es noch für mich zu behalten, aber es ist wohl schlimmer, als wir alle dachten. Scheiße. Scheiße! Ja, und wie geht's weiter? Keine Ahnung. Auf uns wollte er nie hören. Ich denke ernsthaft, ob ich von hier weggehe. Na, großartig. Du wirst doch nicht die Einzige sein. Trotzdem. Ist es nicht deine Art, einfach alles hinzuschmeißen? Ich kann nicht mehr. Und was soll dieser Molin mit dem Werk machen? Ja, modernisieren. Modernisieren. So wird der Betrieb wenigstens nicht ganz untergehen. Modernisieren, das heißt Leute entlassen. Also ein bisschen ist das auch deine Schuld. Wir hätten vielleicht Kinder gehabt, die sich jetzt um den Betrieb kümmern. Aber du alter Dickkopf, du wolltest ja nicht. Mein Peter, du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Das kriegen wir auf die Schnelle nicht mehr hin. Und das wollen die Leute wirklich sehen? Wie verrückt. Du, ich habe mir überlegt, ein Videowäschetaxi einzurichten. Die Leute bestellen über Internet und ich liefere über die Dörfer aus. Diskret und zuverlässig. Dafür brauchst du also den Führerschein. Danke, dass du mich daran erinnerst. Aber du hast doch den Führerschein. Kannst ja mit einsteigen. Das reicht dicke für zwei. Ich soll mit Sexfilmen über die Dörfer fahren? Ist das denn ernst? Denk doch mal nach. Ist doch nicht so schlimm. Da fotografiere ich ja lieber Karnickel. Ich muss los. Ich muss morgen früh raus. Dann eben nicht. Dann werde ich eben alleine reich. Oh nein, nicht schon wieder. Wie lange sind
denn schon hier? Ach, nur eine halbe Stunde. So ein Mist auch. Dieses verdammte Ding. Morgen rufe ich den Monteur, das verspreche ich dir. Diesmal wirklich. Wozu denn Monteur? Mir geht's doch hier prima. Stell mir einen Fernseher in den Flur und bring mir eine Käsestulle. Mehr will ich auf meine alten Damen gar nicht verlangen. Sag das nicht. Okay. Also. Lächeln! Sally, hör auf! Ich hab dir tausendmal gesagt, du sollst die Kamera nicht anfassen. Hab ich dir das gesagt oder nicht? Mein Gott, jetzt maul das Kind doch nicht so an. Alle Bilder weg. Der ganze Tag. Komm zu uns. Oh, Scheiße. So, ob